Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anverein gespielt. Zusammenspiel zwischen Held, und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor der nächsten Letzprich. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuber erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Spiel von 1946 aktiv. Bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel. Und wir sagen herzlich willkommen im Kickers TV OFC Fanradio hier live vor Ort aus der PSD Arena in Frankfurt. Und wenn ich sage wir, dann heißt das ich, Marius Schrecker, und natürlich mein toller Co-Kommentator Björn Marz. Hi, schön, dass du dabei bist. Einen schönen guten Tag, hallo. Also, heute stimmen wir uns also ein für den Regionalliga Restart. Endlich ist es wieder soweit und es geht direkt los mit einem Derby, mit dem kleinen Main-Derby hier in Frankfurt. Die Mannschaft sehen wir ja schon bald wieder im Hessen-Pokal-Halbfinale. Was ist dein Gefühl für den heutigen Tag, Björn? Ja, wir haben das auch letzte Woche schon besprochen. Wir gewinnen diese Saison, also dieses Halbjahr, noch dreimal hier in diesem Stadion. Sehr schön, das ist natürlich ein gutes Omen, wenn du das so sagst. Und im Hintergrund hören wir sie, unsere mitgereisten Fans. Stimmen also die Mannschaft nochmal so richtig ein für diesen Derby-Fight. Und es ist, glaube ich, Zeit, um die Aufstellung des OFC schon zum ersten Mal zu zeigen, während wir hier noch Mike Vetter sehen, heute leider nicht dabei sein kann. Wer aber dabei ist, ist David Richter hinten im Tor. Dann in der Dreierkette. Wir spielen unverändert zum Spiel gegen Fulda. Breitenbach, Jinetzki und Rossmann hinten in der Verteidigung. Über links dann als Schienenspieler Ronny Marcos. Über rechts Vincent Moreno. Die Doppel-6, Mesanovic und Albrecht. Auf der 10, Semir Šarić. Und die Doppelspitze, Hermes und Bosic. Und natürlich können wir auch noch auswechseln. Maximilian Engel ist mit dabei. Shako Nangolo, Rafa Garcia, Mike Feigenspahn, Philipp Hosiner, Dominik Wanner, Björn Jopek, Damian Balic und Jakob Zitzelsberger können wir alle also noch reinwerfen. Und Björn, du hast die Aufstellung unserer Gegner. Genau. Also, der FSV Frankfurt wird heute spielen mit Omar Hanin im Tor.
Davor werden in der Abwehr spielen Tim Weißmann, Noah Awasi und Noel Knote. Dann wahrscheinlich mit einer Doppel-6 vor uns Ono Ünlücici. Ünlücici, ich übe so ein bisschen, vielleicht klappt das am Ende hin. Daneben der Kapitän Ahmed Azuak. Wahrscheinlich auch Außenspieler oder Flügelverteidiger dann Manuel Reuter rechts und jetzt müssen wir abspringen, Amien Faruk auf der linken Seite. Und vorne erwarten wir dann drei Offensivkräfte. Links Butakrit, der auch ein bekannter Name bei unserer Liga. Und rechts Del Vecchio. Und vorne natürlich Kas Peters, auch ein altgedienter Spieler bei unserer Regionalliga. So sieht das aus. Also die Aufstellungen. Und dann haben wir nochmal Barbara Klein, unsere Ehrenpräsidentin. Also natürlich mit dabei auch eines der Gesichter der ganzen OFC-Historie, Barbara Klein. Immer zur Hilfe, immer dabei, wenn es um den OFC geht. Schön, dass sie heute auch hier im Stadion ist. Ja, du siehst es rechts unten, Björn, ein Partner, den wir noch nie hatten, aber uns sehr freuen, dass er mit dabei ist. Hollenbach, Experten für Bad und Wärme, Aribert Hollenbach. Wir haben ihn kennengelernt in der Türkei. Du hast viele Tage mit ihm verbracht. Was ist er so für ein Kerl? Ja, also ich muss erst mal fragen, hat er erst nach der Türkei das Spiel heute gesponsert? Ja. Ja, okay. Das sagt ja auch eine Menge aus. Nein, wir haben tatsächlich die Türkei, das Trainingslager, da war er mit dabei bei der Fanreise, nutzen können und uns über vieles unterhalten können. Haben ihn nochmal berichtet, was das Kickers TV Fanradio so macht. Und das wissen ja viele auch nur vom Zuhören, nicht so von hinter den Kulissen. Und schön, dass er dann heute Sponsor ist. Ansonsten natürlich genauso ein Kickers-Verrückter wie viele andere auch, die rund um den Verein ihr Unwesen treiben. Also da der sehr bemüht ist, mit Ideen sich einzubringen, mit Geld sich einzubringen, alles unterstützt, was man irgendwie machen kann. Insofern, ich glaube, er ist heute nicht im Stadion. Ganz liebe Grüße an ihn und dann kannst du dir heute zuschauen, lieber Ari. Ich habe gehört, du machst heute Familientag. Ich hoffe, Familientag ist zumindest dann auch Fußball schauen zusammen. Und ja, wir werden das Beste tun, dass wir heute keine Wackelbilder zeigen, sondern für dich eine perfekte Übertragung haben. Und danke fürs Sponsoren. Auch von mir natürlich vielen Dank. Und jetzt nochmal zum Unternehmen, ein Installations- und Heizungsmeisterbetrieb in zwei Generationen in Offenbach-Ost. In der Brockmannstraße 3 sitzen sie, 7 Teammitglieder mit 2 Handwerksmeistern, einen davon erfolgreich selbst ausgebildeten Gesellen. 3 Auszubildende in allen 3 Lehrjahren, damit es in Zukunft auch noch Fachkräfte für euch gibt, für alle Fragen, die ihr rund um Heizbetriebe und Sanitär habt. Ja, die vor uns liegende Energiewende wirft viele Fragen und Ratlosigkeit auf. Da steht euch Hollenbach absolut mit perfektem Wissen zur Seite. Wie sieht es mit einer Wärmepumpe aus? Wofür kann ich eine thermische Solaranlage verwenden? Macht das überhaupt Sinn bei mir? Wie viel bringt eine Photovoltaikanlage? Also hier arbeiten sie mit kompletten Fachkenntnissen mit euch zusammen. Helfen ihnen bei jeden Fragen. Interessieren sich auch vielleicht auch einen Fernwärmeanschluss. Auch hier arbeitet Hollenbach mit ihnen zusammen. Und ja, also das ist definitiv ein Besuch wert oder hinschreiben oder einfach mal anrufen bei Hollenbach GbR in der Brockmannstraße, pardon, Nummer 3. Das Hollenbach-Team freut sich über ihren Anruf, E-Mail und Besuch. Auch ein Brief ist natürlich herzlich willkommen. Und da geht ihr gemeinsam eure Probleme an. Reparaturarbeiten, Wartungen von Öl- und Gasheizsystemen, Überprüfungen von Heizkörpern und Fußbodenheizungen und vieles mehr. Also alles, ihr merkt es, ich rede mir meinen Mund fusselig. Experten in jedem Belangen in diesem Bereich. Also vielen Dank auch nochmal von mir an Aribert Hollenbach und sein Team für die tolle Unterstützung an diesem Spieltag. Ja, Björn, heute interessanter Gegner. Wir spielen zum zweiten Mal gegen FSV Frankfurt in dieser Saison. Das Hinspiel hat ja ganz gut geklappt. Du hast es noch in Erinnerung? Ja, ich habe es gut in Erinnerung, ja. Aber ich meine, was hilft es, nach hinten zu schauen? Wir müssen nach vorne gucken und ich glaube, wir haben ja die... Also ich habe jetzt keine Angst vor dieser Partie. Der FSV ist, ja, man spricht vom kleinen Derby. Ich finde, das ist einfach nur ein nahes Spiel. Wir machen hier, glaube ich, ein Heimspiel draus, wenn ich mich so umschaue. Und ja, wie gesagt, wir müssen in diesem Stadion die Saison noch 3-mal gewinnen. Heute, dann haben wir das Halbfinale im Hessenpokal und das Finale im Hessenpokal. Insofern können wir uns hier schon ein bisschen häuslich einrichten. Und wir sollten uns nicht verstecken, sondern auf uns konzentrieren. Und dann, wie hat es der Trainer so schön in der Pressekonferenz gesagt, die Dinge, die man in der Winterpause trainiert hat, haben sich im ersten Spiel schon ansatzweise gezeigt und werden sicherlich heute mehr zu sehen sein. Und das ist eigentlich mein Fokus auf heute. Definitiv liegt der Fokus auch auf die absoluten Kickers-Tugenden, die wir heute auf den Platz bringen wollen. Also Leistungsbereitschaft, Laufbereitschaft, Zweikampfstärke von Sekunde 1 an. Ich hätte auch nichts dagegen, wieder ein frühes Tor von uns zu sehen, wie schon gegen Fulda. Da war es Lukas Hermes, der in der zweiten Minute direkt zum 1:0 einschob. Und so nahm das dann alles seinen Lauf. Und wir schauen auch einfach nochmal, während wir die Fangesänge im Hintergrund hören, auf unsere Startelf-Formation. Hier haben wir sie gleich eingeblendet. Unverändert zum Spiel gegen SG Barockstadt Fulda-Lehnertz mit David Richter im Tor. Dann die Dreierkette bestehend aus Breitenbach, Zielinski und Rossmann.
Über links dann Ronny Marcos, über rechts Vincent Moreno. In der Mitte Mesanovic und Albrecht auf der Doppel-6 bzw. Doppel-8. Also es wird natürlich auch offensiv ausgerichtet sein, zusammen mit Semir-Saric, der kreative Kopf dann im Zentrum. Und Hermes und Bosic, die beiden, die vorne die Doppelspitze bilden. Und eine Doppelspitze, da bin ich ja schon immer ein großer Fan von. Man hat mit Bosic einen absoluten Zielspieler, der mit seiner Größe auch nach hinten wegschleichen kann und diese Verlängerung mit dem Kopf, die wir hoffentlich heute ein paar Mal sehen können, vielleicht sogar zum Tor verwertet. Ja, und es ist, ich meine, Stürmer misst man natürlich an Toren, da ist ja schon immer wieder ein bisschen genörgelt worden, warum Bosic nicht mehr trifft, aber wenn er da vorne drin steht und Abwehrspieler beschäftigt, dann ist das auch eine Menge wert, dann ist halt Raum für andere Spieler und das sollte man auch immer bedenken, dass ein Stürmer nicht nur am Tore schießen gemessen wird, sondern auch wie er vorne halt ja eben die Abwehr beschäftigen kann, auch mal einen Ball halten kann, verteilen kann und da ist halt ein anderer Stürmertyp als der Hermes, der mit seiner Geschwindigkeit auch mal nach vorne kommt und halt auch Raum braucht, insofern ist das, glaube ich, ein gutes Duo. Definitiv und wir wollen natürlich unseren Gegner nicht vergessen. Wir haben sich schon ein paar Fans versammelt. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu unserem Auswärtsblock. Hier haben wir die Aufstellung von FSV Frankfurt mit Omer Hanin im Tor. Weißmanner, Basti und Knote bilden die Dreierkette. Über links dann Armin Faruk. Über rechts ist das Manuel Reuter auf der Doppel-8 bzw. Doppel-6. Ünlü Çiftçi und Azuak. Über links dann Cihat Butakrit. Über rechts Giorgio Delvecchio. Und ganz vorne drin Kas Peters, der mich immer so ein bisschen an Jack Grealish erinnert. So zumindest vom Aussehen her. Ja, stimmt, ja. Wir haben auch noch vielleicht auch eine kleine Veränderung zu Fulda. Wir haben nämlich zwei wieder genesene Spieler mit zumindest im Kader dabei. Ob es für einen Einsatz reicht, werden wir sehen. Und Jörn Jopek und Dominik Wanner sind wieder mit dabei. Die auf jeden Fall, also gerade Jopek wäre ja eigentlich Stammkraft, aber ich denke mal, Wanner hätte eigentlich auch einen Stammplatz mittlerweile schon längst verdient, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Also beide zumindest wieder im Kader dabei, auch eine gute Nachricht. Wurden also langsam wieder ins Training herangeführt. Ich habe ein paar Mal auch zuschauen können. In dieser Woche bin gespannt, ob wir die beiden heute sehen werden. Dominik Wanner sicherlich auch eine Möglichkeit für die letzten 20 Minuten, dann nochmal absolut Geschwindigkeit reinzubringen über die Flügel. Hat er auch einen absoluten, also unglaublichen Spielwitz, den er mitbringt. Und Björn Jopek natürlich ein Denker und Lenker, der jetzt auch wieder reingeführt wird in, hoffentlich dann bald auch irgendwann die Startelf. Formation wieder. Denn das ist wirklich einer, über den das ganze Spiel dann auch laufen kann, Björn Jopek. Also auch wieder nach einer kleineren Muskelverletzung mit dabei. Unsere anderen Verletzten, Mike Vetter, Joost Meierhose, Christian Derflinger. Bei denen dauert es wohl noch ein bisschen. Wir sind gespannt und hoffen natürlich, dass sie in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder zum Training dazustoßen können. Mit Derflinger und Mike Vetter auch schon wieder auf dem Trainingsplatz gesehen. Also haben noch ein paar individuelle Einheiten. Joost Meierhose mit seiner Knöchelgeschichte noch etwas, ein paar Tage länger. Und dann haben wir sie bald wieder alle mit dabei bei uns auf dem Spielfeld. Da freuen wir uns enorm drauf. Ja, der FSV sagt, gerade im ersten Spiel nach der Pause wird es sicherlich ein Abtasten geben. Keiner weiß, wo die Teams so richtig stehen. Es wird auf die Grundtugenden, die in einem Derby gefordert sind, ankommen. Vor allem auf die Zweikampfstärke. Ja, das sehen wir natürlich auch so. Wir hoffen natürlich nicht, dass es ein allzu langes Abtasten wird, sondern dass wir absolut nach vorne preschen können, während wir nochmal unsere Medienteam-Abteilung sehen mit Marie Hagel und Nico Reinicke. Und hier ist er, Björn Jopek, heute also wieder mit auf der Bank. Absolut auch ein richtiger Faktor. Ist ja auch ein Mentalitätsspieler, der auch von der Bank absolut gute Kräfte mitbringen kann. Ja, apropos Bank. Also ich finde auch unsere Bank ist insbesondere für die Liga auch sehr hochkarätig noch besetzt. Wenn man anschaut, wer wir noch sitzen haben, ich kann es ja nochmal vorlesen. Mit Maxi Engel im Tor haben wir immer noch Shaco Onangolo dort sitzen. Rafael Garcia, Mike Feigenspan, Philipp Hosina, Dominik Wanner, Jakob Zitzelsberger, alles Spieler, die für diese Liga mehr als qualifiziert sind und jetzt ganz neu auch unseren Nachwuchsspieler, den wir ja verpflichtet haben, Damian Balic noch mit auf der Bank. Also auch da, wie der Trainer so schön sagt, die Spiele werden auch durch Einwechslung gewonnen und das ist ja seine Stärke bis jetzt. Da können wir noch mal mehr als nur nachlegen. Definitiv, wer es von Anfang an richten kann und wird, ist auch Almin Mesanovic. Hat schon gegen Fulda sehr gut gemacht in seinem ersten Spiel von Beginn an. Überhaupt, da haben wir hier nochmal ein Bild, gerade beim Aufwärmen. Und auch Jason Breitenbach war mit dabei, gerade im Bild, der gerade erst seinen Vertrag verlängert und sich absolut für Rot-Weiß bekannt. Freut uns extrem, dass Jason Breitenbach diesen weiteren Weg mit dem OFC geht. Ich glaube, er hat einfach eine innige Liebe zum OFC, so kann man das verstehen. Ja, der ist ja aus der Region, der kennt den Club schon seit der Jugend an und ich sag mal so, es ist ja immer eine Frage vielleicht auch von Geld, aber von Perspektive und er hat sich jetzt bewusst gegen andere Angebote für den OFC entschieden und das finde ich persönlich richtig gut und Spieler, die diesen Weg so gehen, haben ja wirklich Stoff, Legenden in Offenbach zu werden. Da wäre er ja nicht der Erste und mich freut es richtig, dass er verlängert wurde. Ja, absolut. Das wurde dann
auch letzten, also vergangenen Montag, besser gesagt, in der Jahreshauptversammlung der OFC-Mitglieder so bekannt gegeben. Da gab es ein großes Raunen, ein großes Jubeln auch durch das Ganze, durch den ganzen VIP-Raum, der wirklich sehr, sehr gut besetzt war. Viele Interessierte waren mit dabei bei der Jahreshauptversammlung, in dem auch unsere Verantwortlichen wirklich tief hineinblicken ließen. Und ja, 17 Spieler im Moment unter Vertrag. Das lässt doch auf eine gute Zukunft blicken mit absoluter und guter Kontinuität, die wir uns ja seit so langem auch wünschen. Genau. Und während wir das sagen, kommen die Mannschaften aufs Feld. Die Schiedsrichter sind schon in der Mitte angekommen, der Rest marschiert gerade noch auf. Und es wird sicherlich in Kürze losgehen. Der OFC spielt heute komplett in Weiß gegen einen komplett in Blau spielenden FSV Frankfurt. Und Schiedsrichter, du hast erwähnt, Patrick Kessel wird die Partie leiten, zusammen mit seinen Assistenten Markus Dunsbach und Nico Dönges. Auch an die Schiedsrichter natürlich wünschen wir ein gutes und faires Spiel von Anfang an. Ja, also da geht mir nochmal ein Ruck durch den Körper, wenn wir unsere Auswärtsfans hier von links wirklich auch schön und laut hören. Das ist einfach toll, hier in Frankfurt ein Heimspiel zu haben, Björn. Das ist es. Und es ist tatsächlich hier sehr laut. Momentan natürlich auch ein Großteil Beschallung der Stadionanlage, aber ein rot-weißes Fahnenmeer haben wir ja im Auswärtsblock zu sehen. Auf der Gegensitzgeraden sind auch sehr viele rot-weiße Gesichter sozusagen zu sehen. Die Haupttribüne scheint ausverkauft. Also der FSV hat auch sehr viele, ja, wir haben sehr viele Zuschauer hierher zu dieser Partie gezogen. Bei dem FSV-Stehblock sieht es auch ein bisschen verhalten aus, aber vielleicht kommen die auch gleich noch in Schwung. Auch der füllt sich langsam aber sicher, während wir sehen, dass unsere Mannschaft sich hier nochmal einschwört für die kommenden 90 Minuten Spielzeit. Und die Seiten werden nochmal gewechselt. Also wir spielen zuerst in Richtung Stadt, in Richtung unserer Fans. Und dann hoffentlich eine gute erste Halbzeit zu erwischen. Heute also in unserem Auswärtstrikot ganz in Weiß. Finde ich ja sehr, sehr schön. Ja, und dann sage ich nochmal, wer unser heutiger Spieltagspartner ist. Das ist nämlich Hollenbach, eure Experten für Bad und Wärme. Beantworten wir euch jede Frage, jetzt die auch eine Energiewende aufkommt, falls ihr mal ratlos seid. Also wie sieht es mit meiner Wärmepumpe aus? Wofür kann ich vielleicht thermische Solaranlagen verwenden? Wie viel bringt so eine Photovoltaikanlage und bringt das überhaupt was auch an meinem Haus oder an meiner Immobilie? Vielleicht auch ein Fernwärmeanschluss, ist dieses Interesse. Was kann ich aus meiner bestehenden Heizung noch das Beste rausholen? Also stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite Aribert Hollenbach und sein Team von Hollenbach GbR in der Brockstraße, Brockmannstraße Nummer 3 in Offenbach. Also schreibt einfach hin, sendet eine E-Mail, ruft an oder besucht sie einfach und sie sind mit dabei bei euch. Semis Aric mit dem ersten Ball für Kickers Offenbach geblockt, zurück zu Zielinski und der mit dem weiten Ball nach vorne in Richtung Dejan Bosic. Lukas Hermes verpasst und FSV nimmt die Kugel hinten in der Abwehrreihe erstmal auf. Verlängerung mit dem Kopf. Julian Albrecht landet auf dem Fuß von Sebastian Zielinski. Schiebt das Ding wieder nach vorne und der Ball ist in den Reihen vom Blau von FSV Frankfurt, die zum ersten Mal den Rückpass zum Torwart spielen, der rechts raus. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute auch auf Leaks hier übertragen dürfen. Auch eine Neuheit für uns im Kickers TV, dass wir hier mal mit Bild und Ton senden dürfen. Aber das Fanradio, das kostenfreie auf unserer Website, ist natürlich auch wie immer mit dabei. Ja, jetzt hier mit Butakrit, der FSV über die rechte Seite, legt ihn nochmal raus. Ein bisschen zu steil gespielt. Ja, gibt den Einwurf für den OFC. Also Ballgewinn unsererseits ganz auf Höhe unserer Grundlinie. Ja, und ist schon eben aufgefallen, schon zwei, dreimal der Spieler weggerutscht sind. Also der Platz vielleicht noch nicht so, wie es die Spieler erwartet haben, ich weiß nicht. Generell sieht er erstmal brauchbar aus. Hat ein paar braune Flecken, aber ich würde gehen. Und jetzt, wie gesagt, erstmal Ronny Markus mit einem Einwurf fast an unsere Eckfahne. Genau, also ein bis jetzt noch unauffälliges Beginnen. Die erste Aktion vom FSV ist erstmal zum Einwurf für uns gelandet. Und jetzt den Ball erstmal nach vorne geschlagen, aber da wird der SV drankommen. Keine Chance, dass wir da den Ball kriegen, genau. Und erstmal Doppelpassspiel vor unserer Abwehr. Aber jetzt doch erobert den Ball und der Versuch des Konters. Erstmal unterbrochen worden vom Schiedsrichter. Ja, gibt aber Vorteil vom Schiedsrichter gegeben. Und der Pass in die Spitze zu Lukas Hermes. Der ist ein bisschen unterwegs, schon auf Höhe des 16ers reingespielt zu Bosic. Aber der kommt nicht mehr ganz dran nach der Hereingabe von Lukas Hermes. Erste gefährliche Aktion unseres OFC und der FSV kann jetzt aber kontern über die rechte Seite mit Butakrit. Ja, Ronny Markus kommt zurück. Rossmann stellt ihn erstmal. Und da ist unser Ballgewinn. Zielinski erstmal raus aus der Gefahrenzone. Der Ball trudelt über die Seitenlinie und da war noch ein FSV-Spieler mit dran. Deswegen gibt es den Einwurf für den OFC. Haben wir es gerade nochmal in der Wiederholung gehabt. Super Pass da in die Spitze in Richtung Hermes gespielt. Der nutzt natürlich seine Geschwindigkeit und dann mit einem scharfen Ball in die Mitte. Leider konnte da Dejan Bosic nicht mehr ganz ran. Auch kein Foulspiel natürlich
Das Ganze, die Wiederholung, präsentiert von Hollenbach, eurem Spieltagspartner des heutigen Spiels. Hätte man sich eventuell auch nochmal über Abseits unterhalten können, aber wir hätten das Tor natürlich genommen, wäre es eins gewesen. Weiter geht's mit dem OFC, setzt sich auf der rechten Seite durch mit Lukas Hermes. Ja, und da gibt's jetzt hier den Freistoß, aber erstmal wird gewunken, denn ein FSV-Spieler hat sich da ein bisschen verletzt an der Seitenlinie. Auch Ronny Marcos bewirkt jetzt, dass hier schnell das Medizinteam, medizinische Abteilung auf das Feld kommt. Nach einem Zweikampf mit Dejan Bosic auf der rechten Außenbahn sind da zwei Spieler zusammengerasselt. Die haben jetzt gleich nochmal in der Wiederholung. Ja, wurde da weggecheckt, Dejan Bosic, und in seinen Gegner geschubst. Sorgt sich sofort um seinen Gegner und geht zu Boden und schaut, was los ist, ob es ihm gut geht. Hier sehen wir es nochmal in der Slow-Mo. Oh, da gab es einen Ellbogen ins Gesicht. Natürlich keine Absicht. Wurde da von seinem Gegner reingeschoben, Dejan Bosic. Erkundigt sich sofort, ob es ihm okay geht. Und ich glaube, langsam aber sicher ist er auch wieder auf den Beinen. Eins ist sicher, es wird einen Freistoß geben für unseren OFC, nachdem auch Hermes den Ball da vorne ganz gut angenommen hat und weiter mitgenommen hat und auch nochmal zu Boden gerissen wurde. Also erste Standardsituation für unseren OFC, aber das Wichtigste ist, dass der FSV-Spieler auch weiterspielen kann. Genau, das wäre tragisch, wenn man aus so einer Situation heraus dann direkt am Anfang in der dritten Minute verletzt wird. Aber von Hermes cool gemacht, wie er mit seiner Schnelligkeit vor den Verteidiger dazwischen gespritzt ist und dem eigentlich nur das Foul blieb. Also große Szene von Hermes gerade an der Stelle, aber Knote geht's wieder gut. Der kann wieder laufen. Knote, genau, ja. Wird er das mal rausgeführt. Hoffentlich kann er gleich zurückkommen. Also Standard für den OFC und bereit stehen, wenn ich es richtig sehe, Semir Šarić und Almir Mesanović. Auch das wird natürlich im Training geübt. Freistöße aus allen möglichen Lagen. Die Chance jetzt für eine erste Chance. Eine erste Möglichkeit für den OFC. Ja, das passiert ganz oft. Ne? Rhetorisch brillant, du sagst es. Also die Chance für eine Großchance, sagen wir es mal so. Almir Mesanović oder Semir Šarić von der rechten Seite. Wer wird diesen Freistoß reinbringen? Hier haben wir sie gerade nochmal in Groß- und im 16er Getummel. Bin gespannt, angepfiffen. Mesanović mit links auf den langen Pfosten gezogen. Rossmann lauert da, etwas zu hoch angesetzt. Schade, gute Variante da auf dem langen Pfosten, den Rossmann zu suchen. Er hätte ihn ja vielleicht nochmal reinlegen können und dann wäre einer da gewesen. Ja, war vielleicht auch einen kleinen Tick zu weit. Der war gar nicht so einfach zu machen. Ich glaube, er hatte versucht, ihn reinzubringen, aber das war halt einfach mal nichts. Nehmen wir es mal als gute Chance und haken es ab. Dritte Minute, zwei große Chancen für den OFC. Also eine große und eine eben diese Freistoßflanke, die gut herausgespielt war. Genau, und es führt jetzt erstmal zum Abschlag. Mittlerweile der FSV wieder komplett. Also auch da die gute Nachricht, die können komplett weiterspielen. Keine ernsthafte Verletzung. Und Abschlag vom Torhüter Omar Hanin. So ist es. Auf die linke Seite gespielt. Kopfballverlängerung landet im Seitenaus. Das heißt, es gibt den Einwurf. Der FSV nicht komplett, er steht immer noch unten und wird noch behandelt. Und es wird jetzt gewechselt. Ich korrigiere mich. Ich glaube, er kann doch nicht weiterspielen. Okay, ja, neue Knote steht da bereit. Vielleicht muss er einfach noch ein Short anziehen, weil Blut im Spiel war. Das kann natürlich auch sein. Wir schauen gleich mal und werden natürlich euch mitteilen. Bosic mit der Kopfballverlängerung in den Sturm. Zu Šarić kommt aber erstmal nicht, dann der Ball landet beim Torwart bei Omar Hanin. Und hier haben wir es nochmal im Bilde. Also kriegt ein neues Trikot und kann dann aber weiterspielen. Noel Knote, gute Nachrichten für den FSV. Geht also weiter für Knote nach diesem Freistoß, den wir eben gesehen haben. Von Mesanović etwas ein Ticken zu hoch angesetzt vielleicht. Da kam Rossmann nicht mehr ganz dran. Jetzt also FSV weiter im Ballbesitz. Und der Torwart lässt sich ganz, ganz lange Zeit, Omar Hanin. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass sie noch auf ihren verletzten Spieler warten. Dass er jetzt noch ein bisschen langsamer macht, weil ihm sein Abwehrmann vor ihm fehlt. Deswegen jetzt sehr lange den Abschlag gemacht und erstmal wieder zurück vor dem FSV in die eigenen Reihen gespielt. Kopfball versucht, den Ball anzunehmen. Dann wird direkt begrüßt und rutscht aus. Deswegen jetzt Lukas Hermes am Ball mit dem weiten Schussversuch aufs Tor und knapp drüber. Großchance für den OFC. Lukas Hermes schlitzohrig. Das Selbstvertrauen, das er sich geholt hat in den letzten beiden Spielen. Einfach mal versucht. Aus gut 40 Metern abgezogen. Und da geht der haarscharf über den Kasten. Senkt sich dann noch im letzten Meter. Und der Torhüter fliegt mit ins Netz. Also schade, schade. Das wäre es gewesen in der siebten Minute. Gute Chance für den OFC durch Hermes. Ein Distanzschuss. Und da wagt er sich einfach mal. Wirklich schlitzohrig gemacht. Im Endeffekt gibt es aber erstmal Abstoß erneut für FSV Frankfurt. Das ist ein Beginn nach Maß, würde ich mal sagen. So weit, so gut, ja. So kann es weitergehen. Und wenn man weiter so an den Chancen arbeitet, Weisheit des Fußballs, wird man irgendwann Tore erzielen. Und wir hören es auf unserer linken Seite. Wer nicht hüpft, der ist Frankfurter. Unser Fanblock, der macht richtig Spaß, der macht richtig Stimmung und heizt hier die Leute ein. FSV im Ballbesitz.
zurückgelegt in die Verteidigungsreihe. Dann geht es mal über links. Ja, Moreno, der da drauf geht. Und Breitenbach, der hinten auf der rechten Seite mitmacht. Übrigens nicht links, sondern rechts. Immer noch Breitenbach. Geht noch ein paar Meter. Ja, rechts rausgelegt jetzt. Zu Hermes war das. Er hat sich rechts rausfallen lassen. Kommt aber dann leider nicht vorbei an seinem Gegenspieler. Und FSV spielt das Ding erstmal raus. Aber direkt wieder in die Beine von Lukas Hermes. Mit einer guten Bewegung an der Strafraumgrenze. Ball im Kuddelmuddel. Und dann ist es der FSV, der im Endeffekt damit rauskommt über die linke Seite. Aber UFC gut im Gegenpressing, holt sich den Ball sofort schon wieder zurück. Semih Šarić gegen vier, immer noch Šarić. Versucht den Tunneler, aber bleibt dann hängen. Ja, war nicht leicht, da einen Mitspieler zu finden in der Situation. Und der FSV jetzt über die rechte Seite. Ja, da hat er ein bisschen Platz, kann laufen. Das war der lang versorgte, aber auch ein katastrophaler Pass in die Mitte. Und das war jetzt nicht der erste Fehlpass vom FSV. Die letzten paar Minuten haben die da wirklich ein paar Dinger einfach falsch gespielt, falsch gepasst. Da war ich schon richtig gewundert, dass eben Hermes nochmal auf die Chance kam. Eben das Ding war eine richtig verschenkte Chance. Also sie dürfen gerne so weitermachen. Noch sind sie noch richtig, die Justierung stimmt noch nicht beim FSV. Oder unser Pressing ist so gut oder beides. Das weiß man noch nicht. Auf jeden Fall. Ah, ja gut, jetzt erstmal der Versuch von Maximilian Rossi, unseren Torhüter mal richtig warm zu machen, der auch noch ein paar Schritte zurückgehen musste, aber den Ball dann doch sicher behaupten konnte. Und jetzt erstmal mit dem langen Ball nach vorne geklärt. Šarić mit der versuchten Ballannahme wurde aber ein bisschen gestört vom FSVler und deswegen ist der Ball ins Seiten ausgegangen und wir haben einen Wurf von Ronny Marcos auf Höhe der Mittellinie. Ja, gut, dass er da hellwach war. David Richter nach diesem Rückpass, da haben wir ihn gerade nochmal ein bisschen zu hoch angesetzt, aber da ist er da mit seiner Technik. Pflückt er sich den runter und der Pass von Rossmann nach vorne dann zu Šarić, der war optimal. Leider weggestoßen worden, deswegen der Ball erstmal im Seitenaus. Guter Einwurf jetzt hier von Marcos, findet da im Raum Mesanovic. Schade, der Ball, der Steckpass in die Spitze kommt erstmal nicht an, landet dann aber bei Jelinecki. Der zu Jürgen Albrecht, der hat das Auge auf der rechten Seite für Vincent Moreno. Sucht dann Lukas Hermes, wird aber gestört. Es gibt den Einwurf für unseren OFC und die Anfangsphase gehört absolut rot-weiß. OFC, der hier viel besser ins Spiel gefunden hat. Nach knapp 10 gespielten Minuten steht sie aber weiterhin 0-0. Guter Anfang vom OFC. Julian Albrecht einfach mal mit links abgezogen. Ja, versuch's doch einfach mal aus der zweiten Reihe. Landet aber dann 2-3 Meter neben dem Kasten. Ja, ich finde, man sieht nach den 10 Minuten schon ein relativ variables Angriffsspiel. Also mal der Fernschussversuch, jetzt mal aus mittlerer Distanz der Schussversuch. Dann eben auch schon mal die Flanken von außen. Also momentan versuchen wir hier verschiedene Möglichkeiten zum Erfolg zu kommen. Jetzt erstmal wieder den Abschlag direkt zurückgeköpft von Jelinecki und direkt Ball erobern Mesanovic. Aber da wurde er gestört, deswegen Fehlpass. Aber direkt zurückerobert, großartig gemacht. Und dann gibt es das Foul. Ganz große Szene von dem jungen Mann, Almi Mesanovic. Hat er sehr gut gemacht, hat er zurückgekämpft, nachdem der Ball so einen ganz kleinen Tick weggesprungen ist. War aber flink wieder da und das ist natürlich ein Foulspiel. Schon kurz ausgeführt, der Freistoß rechts rausgelegt zu Moreno. Ja, wartet erstmal, geht dann ein paar Schritte, gute Bewegung von ihm. Immer noch Moreno, findet in der Mitte Semih Šarić, legt ab zu Jürgen Albrecht, der mit einem Chip-Pass auf die linke Seite nicht perfekt temperiert, dieses Zuspiel. Und dann ist es Butakrit, der da vorbeigeht an Rossmann, aber David Richter macht mit, schlägt einmal über den Ball und geht dann auf Nummer sicher. Und legt den Ball über die Seitenlinie. Trotzdem keine große Gefahr. Da hoppelt er nochmal auf vor diesem Schuss von David Richter. Und dann geht er auf Nummer sicher raus über die Seitenlinie. Einwurf also für FSV Frankfurt. Schon ausgeführt. Nochmal jetzt die Flanke von der rechten Seite auf den langen Pfosten. Aber da ist nur Vincent Moreno. Ja, und Hermes wird da angegangen. Das ist natürlich wieder ein Foulspiel. Freistoß OFC. Hermes, der da von hinten einen abbekommt, aber schon wieder auf den Beinen ist. Also geht weiter für den OFC. Und Butakrit hat da so ein bisschen Probleme gemacht auf der rechten Seite mit seiner Schnelligkeit. Im Endeffekt nochmal alles gut gegangen. Jelinecki jetzt beim Freistoß. Wo spielt er hin? Ja, will die kurze Variante machen und legt den Mann zurück zu David Richter. Mit dem Ball jetzt an seinem rechten Fuß, ja. Der Pass nach vorne kommt an bei Semih Šarić, geht vorbei am Gegenspieler, wird dann gezogen und das ist wieder ein Foulspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter, da kann er gar nicht anders als das zu pfeifen, ist ja klar. Und nächster Freistoß für den OFC. Genau. Und wir spielen zwar mit einer Dreierkette hinten, aber man sieht jetzt auch mal, wie offensiv unsere Flügelverteidiger stehen. Also jetzt auch gerade hier Ronny Marcos, hier, der ist nicht im Bild, aber steht sehr, sehr weit vorne, deutlich vor der Mittellinie. Und trotzdem versucht, des Spielaufbaus über rechts. Erstmal FSV konnte stören, ist wieder am Ball. Šarić jetzt nach, aber gut, das Spiel verlagert und jetzt der Pass auf nach rechts außen und Ronny Marcos ist erstmal da, kann stören, deswegen muss der FSV zurückspielen und erstmal geklärt
die Situation von Maximilian Rossi. Sicherlich auch für ihn wichtig, dass er dem Jihad Buttercrit, der wirklich mit enormer Schnelligkeit kommt, auch die Härte erstmal aufzeigt, ne? Zweikampf bereit ist in diesem Spiel. Das macht er hier gut. Zeigt mal, wer der Chef im Ring ist in diesem Moment. Schiebt ihn da ein bisschen weg und spitzelt dann das Leder erstmal raus aus dem Spielfeld. Einwurf schon ausgeführt. Der FSV schiebt sich den Ball hin und her in den eigenen Reihen. Findet dann Kas Peters zurück wieder in die Verteidigung. Aber sie dann auf die rechte Seite. Ja, Bosic ist mal da, setzt nach. Rückpass zum Torhüter. Ein bisschen holprig. Aber der schafft es dann doch, den Ball auf die rechte Seite zu spielen. Da ist aber nur Ronny Marcos mit Šarić über die linke Seite jetzt zu Dejan Bosic. Ah, abgefälschter Ball. Landet im Seitenaus und es gibt wieder Einwurf für den OFC. Das Ganze vor Auswärtskulisse, wie sie im Buche steht. Haben sich da alle im Block versammelt, stehen da Press auf Press wie in der Sardinendose. Und das macht eben die Stimmung. Genau, und es ist gut, dass wir so kompakt stehen. Dann ist man nämlich auch direkt laut. Und jetzt kommt der Einwurf. Ronny Marcos wirft Richtung Eckfahne. Und aber da gleich. Oh, jetzt kommt er mal dran. Schön. Kann in den Strafraum gehen. Zurücklegen erstmal auf Šarić, das meine ich. Hermes auf der anderen Seite. Ich muss gerade im Blick erstmal wechseln vom Monitor zum Spielfeld wieder. Jetzt erstmal der Ball bei Maximilian Rossi. Der kann ihn behaupten. Dreht sich einmal. Jetzt über Šarić in die Mitte. Nochmal zurück zu Rossi. Und jetzt kommt die Seitenverlagerung nach rechts. Jason Breitenbach. Der hat jetzt ein paar Meter Platz. Der kann ja auch mal offensiv mit da vorne gehen. Legt den Ball aber erstmal schön raus und sortiert es nach hinten. Und jetzt wäre Julian Albrecht in der Mitte frei. Da kommt auch einen Ball. Doppelpassversuch. Und jetzt der Flankenball in den 16er. Rausgeköpft vom FSV erstmal. Und ja, der Ball ist noch im Spiel. Und jetzt ist er am Seitenaus. Und es gibt einmal für den OFC kurz vor der Eckfahne. Also wieder ein guter Vorwärtsmarsch hier von unserem OFC. Diesmal über die rechte Seite mit Vincent Moreno. Nach einer guten Verlagerung über Jason Breitenbach, der ja früher auch im Sturm gespielt hat. Deswegen sind diese Vorstöße nach vorne gar nicht so unüblich von ihm. War früher ein Offensivspieler, auch in der Jugend. Und hat es immer wieder gezeigt, dass er es gut kann. Weiter geht's über die rechte Seite. Semir Šarić. Ja, bekommt jetzt ein bisschen Dampf von Buttercrete. Immer noch Šarić. Dreht sich mit dem Rücken zu seinem Gegenspieler. Legt dann ab zu Mesanovic, der zu Jürgen Albrecht. Hat den Kopf oben und sieht hinter ihm den sicher positionierten Sebastian Zieniecki. Der über die rechte Seite über, ja, Breitenbach, Flanke etwas zu tief angesetzt und der FSV kann erstmal rausklären. Gutes Gegenpressing vom OFC, aber der Ball von Zieniecki kommt leider nicht an in der Sturmspitze, sondern landet nur in den Händen des gegnerischen Torhüters. Das ist Omer Hanin. 3 Spiele in der ersten Liga in Israel bestritten, übrigens auch schon mittlerweile im Tor von FSV Frankfurt. 1,92 Mann. Den gilt es heute also zu überwinden, mindestens einmal mehr als der Gegner. Gute Aktion von Julian Albrecht, findet im Mittelfeld Mesanovic, der zu Bosic. Ja, hätte er vielleicht Volley nehmen können, diesen Ball. Gut gespielt von Mesanovic. Und ja, und Bosic holt den Ball noch vor der Auslinie. Ball weiter in dem Spielfeld, zurückgelegt jetzt zu Moreno, der hat Zeit. Ausgelegt zu Mesanovic. Mit dem guten Diagonalball auf die linke Seite zu Ronny Marcos, mit dem Kopf verlängert in die Mitte gelegt. Schade, gute Idee. Nochmal Mesanovic, viel zu sehen auf dem Platz, immer noch. Zurückgelegt dann zu Rossmann, der hat das Auge auf der rechten Seite für Vincent Moreno. Viel Platz jetzt für eine gute Flanke, die kommt rein Richtung Elfmeterpunkt, verlängert am Seitenpfosten. Leider kein Abnehmer, aber Marcos macht wieder Druck und der FSV klärt den Ball über die Seitenlinie. OFC bleibt also vorne in der Offensive dran mit einem Einwurf. Ronny Marcos, und das ist wirklich gute Offensivpower, die der OFC jetzt hier an den Tag legt, während Ronny Marcos erstmal den Job des Platzwarts übernimmt. Genau, und jetzt kommt bestimmt wieder ein weiterer Einwurf auf Höhe des 16ers. Ronny Marcos hat den Ball, wirft ihn flach rein, lässt ihn mal aufdotzen quasi für unseren Stürmer. Und der kann ihn auch behaupten, das war Bosic am Ball, aber trotzdem erstmal wieder zurückgespielt. Ball immer noch im Reihen des OFCs, wie eigentlich schon die ganze letzte Zeit. Also auch die Versuche, die nicht klappen, landen direkt immer wieder bei einem weißen Bein heute. Jetzt erstmal wieder über Rossi, Šarić, der Versuch des Spielaufbaus. Šarić kann jetzt erstmal die Seite verlagern, läuft nach rechts hinten. Jason Breitenbach, jetzt hat er mal zwei Frankfurter vor sich, die ein bisschen pressen, aber nur mal sicher über David Richter zurückgespielt, der den Ball jetzt flach nach vorne spielt. Und na, jetzt lang nach vorne spielt, genau, jetzt haben sie sich geeinigt. Der Ball ist lang in der Luft. Verlängerung Bosic auf Hermes. Der kann jetzt seine Geschwindigkeit einsetzen, aber kommt noch nicht am Ball. Jetzt muss er dranbleiben. Der Ball ist einfach zum Torhüter zurückgespielt. Und jetzt kann Hermes erstmal pressen und den Torhüter in Bedrängnis bringen, aber der schlägt ihn erstmal nach vorne. Und jetzt gab es einen Schlag ins Gesicht gegen Maxi Rossi. Das hat ihm wehgetan, das würde ich ihm nicht, ich weiß nicht, bei so einem Spieler hätte ich da irgendwie Angst vor, ihn mit sowas zu machen, aber hat es wehgetan, muss, glaube ich, behandelt werden. Ja, hat er, glaube ich, den Ellbogen abbekommen von Kas Peters bei der Aktion, hält sich da die Nase, beziehungsweise den Mund.
Während wir hier im Bild nochmal sehen, wie gut da Lukas Hermes weitergekämpft hat, bei dieser Aktion noch fast an den Ball kam. Aber ja, das tut natürlich weh. Ich glaube, da war ein bisschen Arm mit dabei im Gesicht. Und da, das tut selbst so einem Krieger wie Max Rossmann weh. Definitiv. Ja, mehr an jetzt geht. Ja, wir sehen das gleich nochmal hier. Die Wiederholung präsentiert von Hollenbach. Dann sehen wir, wie der Ball nochmal rausgeschossen wird gleich. Und dann die Aktion zwischen... Guckt nur, das ist wirklich Absicht. Das kann man wirklich sagen. Also schaut nur den Gegner an, in diesem Fall Maximilian Rossmann, und geht dann mit dem Arm Richtung Gesicht. Also das kann man auch ahnden. Wenn das ein Schiri so sieht, das muss man sogar ahnden. Diesmal kommt er da ohne Strafe davon, Kaspitas. Also, das wird er sich einmal und nicht mehr erlauben in so einem Spiel, Kaspitas, da bin ich mir sicher. Also, absolut unfaire Aktion, die hier nicht mit Gelb oder vielleicht sogar Rot bestraft wird. Es gab ja noch nicht mal einen Freistoß. Insofern jetzt erstmal der Ball bei David Richter. Weit nach vorne geschlagen. Saric läuft schon mal in die Box. Aber da hat der FSV diesmal aufgepasst. Rossi jetzt am Ball. Und jetzt wird's gepfiffen. Er hat den Ball gespielt, aber er hat dabei den Gegner getroffen. Er hat nur den Ball getroffen mit dem Ball im Gesicht. Das sehen wir jetzt gleich hoffentlich nochmal. Also dafür sieht er jetzt gelb. Das ist absolut nicht zu verstehen. Hier sehen wir es gleich nochmal. Klar ist es ein hohes Bein, aber er geht zum Ball und trifft dann, glaube ich, mit dem Ball das Gesicht von Kaspitas und sieht dafür die gelbe Karte. Also, Wahnsinn. Max Rossmann jetzt also vorbestraft in diesem Spiel, um es jetzt mal so zu sagen. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung. Das ist die Ballannahme. Kaspitas geht dazwischen und dann trifft er nur mit dem Ball den Kopf von Kaspitas. Also, denkbar unglücklich gelaufen für Maximilian Rossmann, der jetzt natürlich etwas gehemmter zu Werke gehen muss. Ja, aber dazu ist er auch Profi genug. Er ist auch jemand, der mit gelben Karten lebt, der die gelben Karten auch sammelt. Also da habe ich jetzt keine Bedenken, dass er damit nicht umgehen kann. Aber es gibt jetzt erstmal das Ärgerliche. Es gab jetzt mal wieder Luft für Verschnaufung für den FSV, nachdem wir so eine Pressingphase hatten. Und jetzt erstmal Freistoß FSV. Weit nach vorne gespielt, aber es sind so viele weiße Spieler dazwischen. Da habe ich gerade keine Sorgen, auch wenn da gerade einer von uns irgendwo umgefallen ist. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es ein Foul war. Und es gibt jetzt erstmal Einwurf von der Seitenlinie noch vor dem 16er für den FSV. Am Ball ist Unulucci. So heißt er. Aber die Nummer 2 übernimmt jetzt diesen Einwurf. Manuel Reuter. Da ist nochmal Unulucci, aber der Ball schon im Seitenaus. Das gibt den Einwurf für den OFC. Ja, und das Schiedsrichtergespann macht sich hier auf beiden Seiten keine Freunde. Einwurf zumindest jetzt für den OFC. Das Ganze auf Höhe unseres eigenen 16ers. Jetzt mal schauen, wie wir hier den Raum gewinnen können. Wir sehen, dass Ahmed Azouak die letzten Anweisungen für sein Team gibt. Aber Ronny Marcos steht bereits beim Einwurf. Bitte lang nach vorne. Das macht er jetzt auch in Richtung Lukas Hermes. Der schirmt den Ball sehr gut ab. Legt dann weiter auf Semih Šarić. Guter Raumgewinn für den OFC. Jetzt über rechts geht es weiter mit Vincent Moreno. Das Ganze 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Schöne Flanke auf den langen Pfosten. Moreno zu Lukas Hermes. Der kommt auch an. Wartet jetzt auf Hilfe. Bringt die Flanke dann aber selbst Richtung langen Pfosten. Ja, Bosic mit dem Fallrückzieher-Versuch. Aber den Ball trifft er nicht ganz. Und dann ist es Kaspitas, der die Kugel weiter voranträgt. Aber Jason Breitenbach mit seinem Körper einfach dazwischen gestellt. Das macht er gut, hat er keine Chance, der Kaspitas. Der Mann, der Rossmann eben die gelbe Karte beschert hat. Völlig zu Unrecht, würde ich sagen. Aus meiner rot-weißen Brille. OFC mit Moreno. Ball nach vorne. Ja, versucht da Šarić zu finden. Mesanović geht nochmal drauf. Nochmal Šarić. Semih Šarić über links. Ronny Marcos mit dem Schuss. Schade. Aber kann nochmal versuchen. Noch aus diesem Winkel. Ja. Genau. War gut rausgespielt. Gut freigespielt. Ich meine, seine Stärke ist sicherlich nicht das Tore schießen. Dazu hat er andere Aufgaben. Aber versuchen muss das trotzdem. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe. Ne? Verteidiger schießen 100 Mal aufs Tor, machen keinen Ball rein. Warum machen sie das? Habe ich jetzt irgendwo mal ein Interview mit dem Fußballer gehört. Aber klar, das gehört dazu. Versuchen, irgendwann rutscht einer durch. Jetzt gab es erstmal wieder Versuch, Vorteil, den der Schiedsrichter laufen lässt, den Versuch des FSVs. Immer noch im Ballbesitz, immer noch weiterspielen angezeigt. Na, jetzt pfeift er ab. Jetzt hat er den Vorteil unterbrochen. Hast du es gesehen, was passiert ist? Jetzt regen sich die FSVler auf. Ich weiß jetzt gar nicht, was da ist. Vielleicht gibt es sogar einen Einwurf oder so, wenn er jetzt auf seine Uhr zeigt.
Zieliński hat den, ja, hat den Vorteil abgepfiffen. Ja, komische Entscheidungen jetzt hier des Schiedsrichtergespanns, aber ja, wir sehen, wie es gleich weitergeht. Davor wurde aber auch Zieliński ganz schön weggecheckt, also hätte er auch schon abpfeifen können. Weiter geht's hier trotzdem mit einem Freistoß für den OFC und Rossmann muss aufpassen mit diesen Aktionen, dass er jetzt hier nicht die Ampelkarte sieht. Das wäre natürlich denkbar ungünstig. Ja, und die OFC-Wechselgesänge raunen jetzt hier durch die PSD-Arena, PSD-Bank-Arena. Ja, San Palatan versucht da von der Seitenlinie irgendwie seine Spieler zu erreichen auf dem Feld. Freistoß ausgeführt, kurz ausgeführt. FSV mit dem Ball am Fuß. Jetzt die Hereingabe aufgedoppt, aber Richter packt sicher zu und sieht dann auf der linken Seite einen heranstürmenden Julian Albrecht. Super Abwurf von ihm, Albrecht mit der Übersicht. Ja, in die Spitze gespielt, einfach mal versucht, dass da Almir Misanovic irgendwie noch drankommt. FSV nimmt keine Gefangenen, versucht zu klären, aber der Ball kommt zu Julian Albrecht, der wird gefoult. Macht da clever, der Julian Albrecht stellt seinen Körper davor und holt jetzt hier den Freistoß raus für den UFC. Also, es wird langsam schon ruppiger hier nach der ersten Hälfte der ersten Hälfte. Mal wieder rhetorisch optimal. Ja, ja. Und der nächste Freistoß, also diesmal von der linken Seite, wir haben ihn schon gesehen, von der rechten Seite, gleiche Position. Jetzt also der Versuch über links. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Semir Saric den mit rechts Richtung Tor zirkeln wird. Dass dann irgendeiner ranrauscht und das Ding über die Linie drückt. Also, angepfiffen ist schon. Der Ball ist frei. Freistoß OFC. Linke Außenbahn. Jetzt kommt der Ball rein. Semir Saric auf den langen Pfosten. Den kommt gut. Rossmann mit dem Kopf. Oder war es Dejan Bosic? Ich glaube, Bosic war es, der mit dem Scheitel da noch dran war. Und dann fliegt er ein paar Zentimeter über die Latte. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Gut getretener Ball. Ja, und dann ist es doch ein halber Meter über den Querbalken geköpft von Dejan Bosic in der 24. Minute. Also die nächste Chance für den OFC. Und es ist wirklich ein ansprechendes Spiel für die Augen. Das ist es absolut, ja. Das ist es. Und nach wie vor mit einer Überlegenheit des OFCs. Zumindest würde ich es so bewerten. FSV immer noch mit sehr vielen Kleinigkeiten an Fehlern, auch wenn sie sich jetzt ein bisschen von dem Druck befreien konnten. Aber man sieht es jetzt schon wieder. Abschlag direkt auf Julian Albrecht, den Ball verlängern kann. Schon wieder Hermes im Spiel, der den Ball jetzt erstmal zurücklegen muss, aber sie nach vorne natürlich sortiert und den Pass direkt wieder zugespielt bekommt. Und naja, jetzt müssen sie erstmal wieder abdrehen. Versucht es langen Balls nach vorne und ja, die Frankfurter zwei unterlaufen den Ball und deswegen wird es immer wieder so ein bisschen gefährlich. Und der OFC jetzt wieder am Ball, aber das war abseits. Dass dieser Ball nach vorne geht, hat er, glaube ich, selber nicht erwartet. Das war Saric im Abseitsen, halt, aber auch nicht viel. Aber da hat er der entscheidende Schritt. Und deswegen gibt es jetzt im 16er Freistoß für den FSV. Ja, der entscheidende Schritt war es, aber trotzdem wieder gut nachgesetzt von unserer Mannschaft. Hier alles dafür getan, den Ball so schnell wie möglich wieder zu gewinnen. Und was jetzt natürlich noch fehlt, ist das Tor für Rot-Weiß. Aber es liegt so ein bisschen in der Luft. Wenn wir weiter so machen, das erste Tor, dann sieht das hier bisher ganz gut aus. Dürfen jetzt natürlich nicht nachlassen. Rossmann, Kopfball-Sieger gegen Kas Peters. FSV holt sich aber den Ball zurück. Ja, überspielen jetzt Ronny Marcos auf der rechten Seite. Kas Peters mit dem Ball am Fuß. Spielt ihn nochmal rechts raus. Jetzt viel Platz zu flanken für den FSV. Flanke kommt auf den langen Pfosten und wieder ist da nur Vincent Moreno, der den Ball erstmal rausköpfen kann aus der Gefahrenzone. Zweiter Ball landet aber beim FSV, bei Azuak. Geht vorbei an Saric. Gut mitgeholfen von Hermes. Und so holt sich der OFC den Ball zurück und nachts dann mit einem guten Kurzpassspiel und Direktpassspiel über das Zentrum. Ja, Hermes versucht da, Bosic auf die Reise zu schicken. Gute Idee, aber nicht ganz gut getroffen, diesen Pass. Und FSV im Gegenzug über die linke Seite. Achtung. Ja, aber Jason Breitenbach ist da, stellt einfach den Fuß dazwischen und holt dem OFC den Ball zurück. Semir Saric macht die Kugel fest, legt den Ball zurück zu Vincent Moreno. Der nimmt David Richter mit und er drischt das Leder sofort nach vorne Richtung Mittellinie. Sucht da Lukas Hermes als Abnehmer. Ja, und im Endeffekt ist der Ball in den Reihen des OFC. Machen sie sehr gut. Gutes Stellungsspiel auch im Zentrum. Und Saric hat die Idee, Bosic auf die Reise zu schicken. Der war aber nicht mit drin im Ideenverbund. Deswegen landet der Ball erstmal beim gegnerischen Torhüter, bei Omar Hanin. Genau. Ein Duell haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon gewonnen, nämlich das der Fans. Wir sitzen hier ziemlich mittig zwischen den beiden Fanblöcken und die Offenbacher sind auch deutlich lauter. Ich würde auch sagen, auch deutlich mehr, zumindest was die Stehplätze angeht. Während ich sage, plätschert das Spiel noch so ein bisschen vor sich hin. Der FSV mit Passspiel in der eigenen Hälfte. OFC jetzt ein bisschen abwartend, allerdings trotzdem schon mit 5 Spielern über der Mittellinie drüber beim Pressing. Also nicht defensiv warten, sondern schon, ja, lässt sich nicht ganz so weit rauslocken. Aber Ball direkt wieder erobert und der nächste Versuch ist, der Aric kommt an den Ball, wird
gefoult, der Schiedsrichter sieht das anders. Und eigentlich hätte ich da auch einen Pfiff erwartet, aber egal. Sonst wäre er durch gewesen. Und jetzt FSV Frankfurt wieder im Spielaufbau gegen Julian Albrecht. Der Versuch, der setzt sich robust zur Wehr und es gibt deswegen einen schnell ausgeführten Freistoß für den FSV. Versuch über links. Aber so richtig, richtig bewegen ist er noch nicht drin. Wieder zurückgespielt. Und sie erzielen keinen wirklichen Raumgewinn. OFC auch gut sortiert. Bewegt sich gut, verschieben sich gut. Und deswegen spielt der FSV wieder über die Innenverteidiger zurück. Nächster Versuch des Anlaufs, nächster Versuch des Kurzpassspiels. Und ja, immer noch nicht über die Mittellinie drüber. Jetzt der lange Ball nach vorne, aber Schelnjetski läuft den Ball erstmal, stellt den Weg erstmal gut zu, sodass David Richter jetzt diesen Angriff des FSVs beendet, wenn man das Angriff nennen darf. Ja, die Chance nutze ich, während der Ball jetzt hier in den Armen von David Richter ist, Danke zu sagen an Jörg Grunau, der wieder hervorragende Recherchearbeit geleistet hat für uns, für unsere Reporter. Mit Informationen versorgt hat zu beiden Mannschaften und vor allem natürlich zum FSV. Unsere Kickers kennen wir natürlich selbst. Also vielen Dank nochmal von uns an dich. Und es gibt Abseits. Lukas Hermes stand, glaube ich, einen Tick weit drinnen und deswegen den Freistoß für FSV. Und ich mache einfach mal weiter mit unserer Teamvorstellung. Wolfgang Seifer habt ihr eben gelesen an der Close-Up-Kamera. Robert Becker oben an der Führungskamera. Fällt euch das Spiel im Ganzen ein. Neben mir sitzt Kaspar Lauk an der Bildregie. Der entscheidet nämlich, welches Bild ihr denn zu welchem Zeitpunkt seht und drückt dann die Knöpfe und hat immer auf dem Schirm, was gerade so ansteht. Außerdem Tim Bossert am Stream. André Sedlmayr war natürlich wie immer für die Technik zuständig. Und rechts neben mir sitzt Björn Marz. Achtung, David Richter. Im Nachfassen hat er diesen Ball. Ja, kann man als Chance verbuchen für den FSV. Und als letzte Person, die will ich natürlich nicht vergessen, Jason Kalivas unten an der Grasnarbenkamera. Also mit drei Kameras liefern wir euch heute das Bild im Kickers TV. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid und zuhört und zuschaut. Rossmann. Ja, wird geblockt. Der Ball landet also im Seitenaus. Gibt den Einwurf für den OFC. Ronny Marcos. Schon oft die Situation gehabt, dass wir hier auf Höhe unseres eigenen 16ers den Einwurf haben. Müssen wir schauen, wie wir hier Raum gewinnen. Ronny Marcos schaut noch ein bisschen, wo kann er hinwerfen? Und findet dann Semir Šarić, verlängert, ja, versucht zu verlängern zu Lukas Hermes. Und der OFC hält den Ball, naja. Freischuss wird gepfiffen nach einer Aktion von Zinjecki gegen Armin Faruk. Gibt also doch den Freistoß. Für FSV Frankfurt, halbrechte Position, etwa ja, 35 Meter vor unserem Kasten, vor David Richter. Jetzt gilt es erstmal, wie sich hinten wieder zu sortieren. Und wir sprechen nochmal ganz kurz über unseren Spieltagspartner, du hast vorhin schon erwähnt, war mit in der Türkei dabei, war auch maßgeblich dafür auch verantwortlich, dass die Spenden für die Türkei auch so toll mitgemacht haben, ne? Ja, genau. Der Aribert ist da sehr viel unterwegs gewesen, hat auch hier da nach der Rückkehr noch sehr viele Spenden gesammelt und ist bei ihm definitiv eine Herzensangelegenheit, der auch viel mit den Menschen fortgesprochen hat und das hat ihn schon betroffen gemacht. Aber kommen wir erstmal zurück zum Freistoß. Jetzt freigegeben, wird reingeschlagen, Strafraum. Erstmal Ronny Marcos mit dem Kopf dazwischen und der zweite Ball, ja, noch nicht wieder zurückgeschlagen. Erstmal noch FSV, zwar noch im Ballbesitz. Jetzt mal vorn gespielt auf die Nummer 7, muss ich erstmal spicken wieder. Asuak, der aber auch den Ball nicht reinbringen kann. Also der OFC noch hinten drin. Der FSV mit Angriffen, aber jetzt Schelnjetski mit der Kerze nach vorne geschlagen und jetzt vielleicht die Gelegenheit zu kontern. Fragezeichen, nein. FSV immer noch am Ball. Jetzt erstmal der Ball nach vorne geschlagen und ich denke mal, jetzt werden wir uns wieder sortieren und der Ball geht sogar weit im FSV-Hälfte in Seiten aus. So ist es. Es gibt also den Einwurf für den FSV Frankfurt und Hollenbach und sein Team. Die können nicht nur Spenden sammeln, die können euch auch mit allen Fragen, was Heizungssysteme, Sanitäranlagen und alles andere betrifft, vor allem in der Energiewende, die uns ja bevorsteht, extrem wichtig, auch mit Photovoltaikanlagen und so weiter. Das Ganze wird immer, immer wichtiger und sie sind eure Experten, die euch da zur Seite stehen. Also Hollenbach GbR, Experten für Bad und Wärme in der Brockmannstraße 3 in Offenbach, unser Spieltagspartner des heutigen Spiels. Vielen, vielen Dank auch nochmal von unserer Seite, dass das heute zum ersten Mal klappt hier im Kickers TV. Dass wir euch da überzeugen konnten. Und ihr seid natürlich auch alles Kickersnasen. Deswegen macht ihr das natürlich auch gern. Genau, aber vielleicht auch dazu gesagt, ne, es ist ja ein Familienbetrieb, mittlerweile in der zweiten Generation auch. Die aktuelle Generation ist genauso Kickers verrückt.
Und das sei an der Stelle auch erwähnt, während wir hier den Angriff nicht zum Erfolg führen können, war wieder abseits. Ja. Also es ist ja nicht nur der Aribert, der da in Person hintersteht, sondern es ist ja eine ganze Familie, die da genauso bekloppt ist wie viele andere hier. Positiv bekloppt und verrückt und den OFC unterstützen. So ist es. Übrigens ihre erste Wärmepumpe vor 35 Jahren eingebaut. Also die wissen, was sie tun. FSV Frankfurt, hinten links. Ball nach vorne geschlagen in Richtung Jihad Butakrit und er hat viel Geschwindigkeit, aber vertändelt dann den Ball. Der springt dann ins Seiten aus. Deswegen gibt es Einwurf für den OFC. Vincent Moreno, der mit zurückgekommen ist, jetzt hier den Ball bekommt, auch vom Balljungen. Und dann gibt es den Einwurf im Spielaufbau für den OFC. Müssen sich da irgendwie noch freilaufen und schauen, wo können sie hinwerfen. Natürlich alle gedeckt bei so einem Einwurf. Jetzt die weite Option in Richtung Dejan Bosic, der versucht zu verlängern in Richtung Gox Hermes, wird aber abgeblockt. Zweiter Ball landet aber beim OFC. Hermes legt ab, Misanovic geht nochmal drauf und macht die Kugel sicher. Jürgen Albrecht über die linke Seite, leicht in den Rücken gespielt von Ronny Marcos, er bekommt ihn aber trotzdem. Der zu Semih Šarić dreht sich einmal mit einer guten Bewegung um sich selbst, immer noch Šarić gegen Peters. Ja. Passversuch da zu Lukas Hermes und jetzt Konterchance. Für den FSV, Achtung, er auf die linke Seite gelegt, aber das hat er gerochen. Unser Capitano, unser Sebastian Gignetzki, der stellt jetzt den Körper rein und es gibt Einwurf für unseren OFC. Hat er super gerochen, diesen Versuch da vom FSV über die linke Seite zu gehen, einfach den Körper reingestellt. Einwurf, das Ergebnis für unseren OFC. Vincent Moreno, der jetzt nochmal ein paar Meter nach hinten geschickt wird. Nach knapp 34 gespielten Minuten steht es hier immer noch 0:0 zwischen FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Wir erleben eine gute erste Halbzeit, in der der OFC wirklich gut gestartet ist. Mit einem ja, auch Distanzversuch von Lukas Hermes, bisher die knappste Gelegenheit für unseren OFC. Da hat sich einfach mein Herz gegriffen, hat gesehen, dass der Torwart ein bisschen zu sehr vor dem Tor steht. Und mit einem guten Flugball da aber leicht über den Kasten gesetzt, hat noch das Außennetz touchiert. Also. Und weiter ging es mit guter körperlicher Spielweise unseres OFC. Rossmann hat leider schon eine gelbe Karte gesehen nach einer Aktion gegen Kas Peters, die für mich nicht ganz verständlich war. Vor allem, weil Kas Peters ihm davor auch einen Ellbogencheck ins Gesicht gegeben hat. Aber naja, so geht's weiter hier. Torlos in dieser Partie. Gut gefülltes Stadion. Der OFC hat viele, viele Fans mitgebracht. Mit Bus oder zu Fuß über die Brücke, standardsgemäß. Also, gut gefülltes Haus. Das sehen wir hier natürlich alle. Sehr gerne, aber ein Tor für den OFC, das würden wir noch viel lieber sehen. Genau, und vielleicht ist es gleich soweit, denn wir sind wieder im Ballbesitz mit einem Einwurf von der rechten Seite. Aber noch nicht so richtig eine Vorwärtsbewegung, wie wir es uns wünschen. Jetzt erstmal der Versuch des Doppelpass wieder in der Außenlinie. Und jetzt hat er sich durchgesetzt. Es kann erstmal, ich glaube, Moreno war das jetzt erstmal den Versuch in die Mitte zu spielen, aber er hat es nicht geschafft. Ja, ist leider erstmal wieder abgeblockt worden und es müsste eigentlich Ecke geben. Aber das sieht der Schiedsrichter anders und es gibt einen Abstoß. Geschüttelst den Kopf, du hast auch keine Ecke gesehen. Ich habe eine Ecke gesehen, das ist eher resigniert, das Kopfschütteln. Wir übrigens wieder mit einem sehr jungen Mittelfeld. Ne? Vielleicht mal wenig schon wie in Fulda, mal anzumerken. Ne? Also wir haben Moreno mit auf dem Platz, wir haben Albrecht und Misanovic auf dem Platz. Was ich persönlich auch toll finde, dass die Jungs sich so entwickeln, dass sie hier einen Startelf-Einsatz haben. Und jetzt wieder der Versuch der Ablage von Bosic auf Hermes, aber der Ball ist wieder in den Armen des Torhüters gelandet. Also, ja, du hast schon gesagt, 17 Verträge verlängert. Das Fundament, die Basis ist gelegt. Es sind sehr junge Spieler dabei, die sich sicherlich noch toll entwickeln werden. Genau, Abschlag. FSV über die Mittellinie. Schellen jetzt Gehoffball. Einsatz von Šarić. Der Ball jetzt erstmal Ronny Marcos nach vorne auf Hermes. Hermes gegen zwei an der Außenlinie. Den OFC, das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Ja, war auch eine knappe Entscheidung, aber geht weiter mit Einwurf. Kickers Offenbach, Ronny Marcos. Der wird ihn ausführen. Finde dann im Zentrum auch Dejan Bosic mit dem Rücken zum Tor, immer noch Bosic, ja. Ball so gut wie weg, aber Misanovic grätscht schon mal dazwischen. Und Konterchance, FSV, Achtung, über die linke Seite. Und Julian Albrecht hat sich da ein bisschen wehgetan, geht aber weiter für ihn, berappelt sich gerade wieder. FSV über die linke Seite, Kas Peters, aber Jason Breitenbach ist dazwischen und es wird den Einwurf geben. Ja. Und der FSV kommt über die rechte Seite. In die Spitze gespielt. Ja, das ist zu stark, dieser Pass, beziehungsweise zu hart gespielt. Landet dann im Tor aus und es gibt Abstoß OFC.
Weißt du, was mir auffällt? Das ist so ein Phänomen. Manchmal hat man ja ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl. Aber bei unseren Innenverteidigern, wenn die irgendwie ins Ballkampf gehen, an den Ball gehen, habe ich eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl und tiefes Vertrauen. Also wenn ich sehe, dass Jason Breitenbach oder Schelnjetski oder Maximilian Rossi an den Ball kommen, irgendwie fühlt sich das richtig an. Und hatte ich nicht immer so solche Phasen in meinem Kickersleben. Gut, jetzt auch gemacht von unserer Offensive. Das ist Emil Šarić. Übers Zentrum immer noch Šarić. Wartet jetzt auf den richtigen Abspiel. Ja, Moment, guter Schuss. Nachschuss, Ronny Markus. Schade. Und den zieht er knapp links vorbei. Gute Aktion hier von Šarić und auch von Ronny Markus. Wir haben es natürlich nochmal in der Wiederholung. Den Schuss zumindest von Ronny Markus. Den verzieht er dann knapp. Auch unsere Ersatzbank hier. Haare raufend. Das war eine gute Chance. In der 38. Spielminute. Doppelchance hier für den OFC. Erst der Weitschuss von Semih Šarić. Dann der Abschluss von Ronny Markus. Aber leider vorbei. Das war bisher die dickste Gelegenheit. Ja, den kann man durchaus mal reinschießen. Ja, was soll man sagen? Es gibt Abstoß und auch der Abstoß war nicht wirklich gelungen, denn wir haben den Ball direkt zurückerobert. Šarić am Ball, kann jetzt aus und wohin spielt. Verzögert noch einmal. Hermes wäre rechtsfrei gewesen, aber Šarić jetzt auch noch Weg Richtung Eckfahne. Da hat er sich jetzt ein bisschen festgelaufen, deswegen jetzt erstmal zurückgespielt über Moreno. Und ja, der hat den Ball vertändelt, aber direkt wieder zurückgeholt. Guter Einsatz. Und es gibt Freistoß oder Einwurf? Einwurf gibt es für den FSV. Ja, diesmal hat er sich nicht dafür entschieden, von der Distanz abzuziehen. Semih Šarić hat aber auch eigentlich den Platz dafür gehabt, hätte er so ruhig versuchen können. Das ging ja eben schon fast ganz gut, aber jetzt geht es hier weiter. Stattdessen mit einem Einwurf für FSV Frankfurt. Der Ball nochmal zurückgelegt, jetzt die Spielverlagerung auf die rechte Seite der Bornheimer. Verlängert, Rossmann ist mit dabei, ja. Und da gibt es den Einwurf. Für den OFC hat er gut gesehen, der Linienrichter, dass dann die Nummer 33 zuletzt dran war, Onur Ünlüçifçi. Und Einwurf also für den OFC. Misanovic, Markus, wieder Misanovic, gut nach hinten gespitzelt zu Žinjecki. Rechts ist viel Platz für Vincent Moreno und das sieht unser Kapitän natürlich. Jetzt bietet Hermes den Lauf an, gut weitergeleitet auf die rechte Seite zu Šarić, der dann den Platz gewechselt hat mit Hermes und die Flanke. Die erwischte aber leider nicht so gut. Die rutscht ihm da über den Schlappen und geht von dort ins Tor aus. Also, nächste Gelegenheit gehabt, aber leider kam die Flanke nicht gut an. Gibt also den Abstoß für den FSV Frankfurt. Es ist noch nicht ganz zwingend, außer die eine Chance eben von Ronny Markus, die dann aber leider am Tor vorbeigerauscht ist. Und jetzt müssen wir kurz aufpassen, denn der FSV kommt über die linke Seite und hat da viel Platz. Treibt die Kugel da voran, geht vorbei an Vincent Moreno, aber die Flanke kommt nicht gut. Da ist nämlich Julian Albrecht mit dem Kopf zur Stelle und haut das Leder erstmal raus über die Seitenlinie. Gibt also den Einwurf für den FSV, kurz ausgeführt schon, zurückgespielt den Ball. OFC kann sich ordnen, kann sich wieder einfinden in der Formation und Lukas Hermes klopft vorne mal an und sagt, hey, ich bin da, ich mache hier ein bisschen Pressing. FSV macht das dann aber gut über die rechte Seite mit dem Ball in die Spitze. Rossmann, sehr gut im Luftduell, köpft er das Leder erstmal auch wieder raus aus der Gefahrenzone. Šarić, gut, den Ball behauptet da im Zentrum, dann links rausgelegt zu Ronny Markus. Peters zuletzt am Ball und es gibt den Einwurf für den OFC auf Höhe der Mittellinie. Ja, das sieht alles ganz gut auch aus. Auch die Zweikampfstärke, die der OFC heute an den Tag legt. Ja, genau. Also ich finde auch die Bewegung und auch der Einsatz stimmt sowieso. Also es gibt nicht viel vorzuwerfen, außer dass die Tore noch nicht gemacht worden sind. Und jetzt der nächste Versuch dazu. Der Einwurf erstmal nicht bei uns gelandet, aber jetzt mit Einsatz Bosic erstmal gestört, dass die Flanke vom FSV nicht nach vorne gespielt werden konnte. Und es gibt Einwurf FSV kurz vor unserer Trainerbank, wo Ersan Palatan gerade Detailanweisung nochmal gibt für Hermes, wie er sich zu bewegen hat, wie er laufen soll und seine Spieler dirigiert. Ein sehr unaufgeregter Trainer, wer ihn schon mal erlebt hat, aber natürlich sehr genau weiß, was er will und versucht, seine Spielidee auch umzusetzen. Und Einwurf FSV erstmal zurückgespielt. Hermes presst, Ball nach vorne geschlagen. Kopfballeinlage, aber jetzt erstmal wieder der Zweikampf. Maximilian Rossi, der muss gar nicht dazwischen gehen. Der Spieler spielt von alleine ins Aus, kann den Ball nicht behaupten. Und unsere Ersatzbank hat aufgehört, sich aufzuwärmen. Wir haben nur noch 3 Minuten zu spielen, dann ist auch die Halbzeit rum. Und wieder Einwurf. Ja, Ronny Markus. Ronny Markus findet dann auch Misanovic. Der behauptet den Ball sehr gut. Ja, hat er die Idee durchzustecken Richtung Bosic. Den Ball trifft er nicht ganz bei diesem Pass. Schade. Landet deswegen wieder beim Torwart. Bei Omar Hanin.
genau auf den Kopf von Julian Albrecht, von dort aber leider postwendend zurück. Und aber auch von da wieder zurück zum UFC. Und Vincent Moreno hat ein bisschen Platz im Halbfeld. Immer noch Moreno geht vorbei am Gegenspieler. Immer noch Moreno an der Grundlinie mit der Flanke. Schade, die wird geblockt. Gute Aktion hier von Vincent Moreno, unserem nächsten Youngster, der aber gefühlt schon längst bei uns mit da oben mit dabei ist. Hat eine absolut gute Rolle in dieser Saison, die er spielt und traut sich auch immer mehr zu. Eben guter Vorstoß da bis zur Grundlinie. Die Flanke kam aber leider nicht mehr durch. Eckball, wie immer, präsentiert von Pedi Protect. Und vielleicht ist das die Chance zum 1:0 vor der Pause für den UFC. Also, Almi Mesanovic steht bereit für diesen Eckstoß. Kommt gut. Beute beim Torhüter und dann zählt das Tor. 1:0 für den UFC. Er köpft den Ball quasi raus aus den Händen des Torhüters. Nein, noch nicht. Ich habe die Handbewegung falsch gedeutet. Pardon, das hätte mich schon sehr gewundert, wenn das zählt. Ja, war dann Stürmer vorgepfiffen. Schade, die Freude war ganz kurz da. Es stand sogar schon auf der Anzeigetafel. Selbst der WSV hat es eingesehen, aber nein. Jetzt seht ihr das nochmal, die Wiederholung. Der Ball kommt hoch rein. Szczelniecki kommt an den Ball. Ich sehe da keinen Stürmerfoul. Für mich ist das ein klares Tor. Wenn der Torhüter den Ball nicht festhält, bitteschön, sein Problem. Ist meine Hinterauslegung der Regel. Also ich habe es nicht verstanden. Das war ein klares Tor. Es hätte 1:0 sein müssen. Es gab gerade ein garstiges Foul an der Außenlinie vom FSV. Mann, das könnte die erste gelbe Karte auch für den FSV geben. Also ich verstehe das alles gerade nicht. Hier in der 43. Minute hätte eigentlich das 1:0 für den UFC sein müssen. Nach einer schönen Ecke war dann Szczelniecki da. Der Torwart hatte den Ball nicht ganz sicher. So würde ich es nicht sagen. Er hat ihn echt nicht sicher gehabt. Und der Kopf drückt ihn dann raus aus den Händen irgendwie. Das hätte man durchaus zählen lassen können. Mal schauen, was der Schiedsrichter da wahrscheinlich auf dem Weg in die Kabine zusagen wird. Freistoß UFC, weit in den 16er geschlagen. FSV ist da, ja, der Ball rutscht durch bis zum Torhüter. Der nimmt die Kugel dann auf und schießt erstmal weit nach vorne in unsere Hälfte. Rossmann gegen Butakrit, das Duell kennen wir. Und Butakrit ist schnell auf der rechten Seite. Ja, wird ein bisschen gehalten, aber das reicht natürlich nicht für einen Freistoß. Ronny Marcos mit dem weiten Ball in Richtung Bosic, wird ein bisschen aufgestützt. Misanovic macht die Kugel fest, macht er sehr gut, macht er richtig gut. Der hat ein absolutes Selbstvertrauen, der Junge. Und dann die Verlagerung auf die rechte Seite. Jetzt hier nochmal richtig Stimmung drin. Moreno mit dem Pass in Richtung Dejan Bosic. Der ist schon an der rechten Eckfahne. Bosic geht nochmal vorbei. Jetzt die Flanke auf den langen Pfosten. Ah, etwas zu weit rechts. Deswegen war er auch über der Torauslinie schon. Und es gibt leider nur Abstoß für FSV Frankfurt. Bin mal gespannt, ob er vielleicht ein, zwei Minütchen nachspielen lässt. Ja, ich denke mal, allein wegen der Verletzung an Knote am Anfang haben wir sicherlich noch eine Minute mehr oder zwei mindestens. Was pfeift er jetzt? Irgendwas stört ihn? Ah, nee, er will doch keine Verlängerung sehen. Das hat er wohl genug gehabt. Und wir hören und sehen uns in 15 Minuten wieder. Wir sehen ein Superspiel unseres OFC. Die Tore sind das, was noch fehlt. Also, bis gleich. In 15 Minuten geht es los. Und ich darf jetzt auch schon mal verraten, wir haben heute ein Musikmotto der ganzen Saison im Rat, nämlich die Jungs, die heute diesen Spieltag im Namen gibt. Aber ich heute nicht so genau. Ja, normalerweise. Yeah.
Und es geht wieder los. Ja, jetzt haben wir die Spieler, die kommen wieder aufs Feld. 0:0 steht es bisher noch in unserem kleinen Main-Derby gegen den FSV Frankfurt. Der OFC, definitiv die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, müssen noch zwingender vor dem Tor werden. Ronny Marcos hatte eine wirklich hochkarätige Chance, die er leider per Volley neben das Tor setzte. Hermes einmal draufgehauen aus ungefähr 40 Metern, leicht über den Kasten. Und jetzt sehen wir es hier, die erste Veränderung des Spiels. Mike Feigenspahn, unser Neuzugang des Winters, wird also aufs Spielfeld kommen. Er setzt Dejan Bosic vorne für die Doppelspitze. Also die erste Veränderung in diesem Spiel. Und wir wollen natürlich in dieser zweiten Halbzeit Tore sehen. Wenn ich sage wir, ist natürlich auch Björn Marz, mein absolut fähiger Co-Kommentator. Absolut fähig, schön. Das werde ich mir mal auf die Visitenkarten schreiben. Björn Marz, absolut fähig. Sehr gut, also der Ball rollt. Halbzeit 2 hat angefangen. Ja, der UFC geht vorne wieder schnell drauf. Mike Feigenspahn zum ersten Mal hier in Aktion. Aber der FSV legt den Ball erstmal zurück in die Defensive in Richtung Torwart. Auch unser Auswärtsblock ist richtig wach. Treibt unsere Spieler jetzt hier von Beginn an wieder voran. FSV erstmal lassen sie den Ball zirkeln hinten in ihrer Verteidigungsreihen. Omar Hanin mit dem weiten Ball jetzt in die Spitze. Zielinski mit dem Kopf dazwischen und auch Ronny Marcos ist da. Šarić leitet den Ball weiter in Richtung Mike Feigenspahn, aber da ist auch Awassi, der Innenverteidiger des FSV. Gut dazwischen gegangen von Jason Breitenbach. Ronny Marcos bekommt einen mit, aber spiegelt erstmal weiter. Rossmann, gute Bewegung auf der linken Verteidigerposition. Der Ball geht nach vorne, aber es geht so ein bisschen hin und her gerade. Der Ball jetzt im Endeffekt wieder in den Reihen von FSV Frankfurt. Und es war wirklich eine gute erste Halbzeit. Leider nicht vom Tor geglückt. Genau, eine strittige Szene gab es ja, als Zielinski den Ball aus den Händen des Torhüters köpft. Es stand schon 1:0 an der Anzeigetafel für den OFC, aber der Schiedsrichter hat dann doch noch abgepfiffen. Ja, wir haben das ein paar Mal noch angeschaut, war uns noch nicht klar, ist es faul, war es vielleicht Handspiel, war es ein Stürmerfoul. Also ich hätte es gegeben nach den Wiederholungen, aber der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Wahrscheinlich kann man es auch abpfeifen, ich weiß es nicht. Es ist, wie es ist, wir haben noch 0:0. Aber wir hatten ja auch mehrere Chancen noch, den Distanzschuss von Lukas Hermes oder die gute Chance von Ronny Marcos, der drauf gezogen hat. Und jetzt der FSV fast mit der Chance, aber etwas überraschend siegelt die Flanke da durch den Strafraum und keiner kommt dran. Selbst der Stürmer war ein bisschen überrascht, insofern gibt es jetzt erstmal Abschluss müsste geben, ne? Ein Eckball. Eckball war noch einer dran? Gut. War wohl noch einer dran hier vom OFC. Gibt also die Ecke für den FSV direkt vor unserem Fanblock. Keine leichte Aufgabe. Und wir müssen jetzt defensiv wachsam sein. Kommt auch noch einer dazu für eine eventuelle kurze Variante. Del Vecchio steht bereit, aber auch Amin Farouk. Die beiden also, die die Ecke ausführen werden. Farouk wird es machen. Habacht Stellung bei uns im 16er. Farouk mit der Ecke rausgeköpft von Hermes. Raus aus der Gefahrenzone. Zweiter Ball kommt nochmal rein, aber da ist der Kopf von Jörn Albrecht dazwischen. Nochmal kommt der Ball in den 16er. Achtung, Breitenbach. Und da muss Richter zupacken. Mit einer Faust geht er da dazwischen und Albrecht köpft das Leder dann raus. Šarić auf der rechten Position. Ball noch nicht über der Seite. Doch, war wohl doch über der Seitenlinie, hat der Schiedsrichter so gesehen. Ah, eine knappe Geschichte. Und dann haben wir nochmal die Aktion von eben, Kopfballstaffette und dann ist David Richter da mit einer Faust raus aus dem 16er und der FSV wieder im Ballbesitz über die Verteidigungskette, rechts rausgespielt jetzt mit dem Ball am Fuß, abwartende Haltung, jetzt geht Feigenspahn mal vorne drauf, auch Hermes, aber FSV legt den Ball der Spielverlagerung auf die linke Seite. Immer noch, jetzt zum Torwart gespielt, ja, Hermes geht da vorne mit drauf, aber Omar Hanin entscheidet sich dann für den weiten Ball in Richtung Mittellinie auf den Kopf von Ronny Marcos und Feigenspahn mit seiner ersten Aktion. Jetzt im Zentrum, immer noch Feigenspahn, rechts rausgelegt zu Vincent Moreno. Der wird gefoult, hat er clever gemacht, bekommt er noch einen mit und das gibt natürlich den Freistoß für den OFC. Das Ganze aus dem rechten Halbfeld und die Wiederholung, wie auch das ganze Spiel, wird gesponsert und präsentiert von Hollenbach. Hollenbach, Experten für Bad und Wärme, euer Ansprechpartner in allen Belangen, Sanitär und Heizung in der Brockmannstraße 3 in Offenbach am Main. Freistoß! Da ist er ganz schön reingegangen, ne? Also hätte man vielleicht sogar schon gelb geben können. Ich fand das ziemlich rabiat, wobei der Freistoß wahrscheinlich jetzt die beste Chance als das, was daraus geworden wäre, weil wir gar nicht so gut gerade standen. Aber jetzt erstmal die Möglichkeit für Almin Mesanovic oder Semir Saric. Saric läuft an, lockt ab,
Und der kurze Versuch, Mesanovic erstmal abgeblockt. Nachschussversuch, aber jetzt erstmal Maximilian Rossi. Und der Versuch des Konters FSV, weit nach vorne gespielt, schnell nach vorne geschlagen. Aber noch auf Höhe der Mittellinie. Dennoch noch Ballbesitz FSV über die rechte Seite, hat noch Platz, kann noch gehen. Aber vorhin mittlerweile schon wieder vier Verteidiger und der Ball reingerollt. Und ich glaube, es war keiner mehr dran, deswegen gibt es Abstoß vom UFC-Tor. Also der Konter war nicht sehr gefährlich, aber liegen geblieben ist vorne jemand. Ja, Max Rossmann. Das wäre sehr ärgerlich, du sagst es. Hat sich da ein bisschen wehgetan am rechten Knie, hat er sich da gehalten. Wirkt nicht ganz rund, hält sich da das rechte Knie, wahrscheinlich einen Schlag abbekommen, aber sollte weitergehen für ihn. Trabt jetzt zurück in die Verteidigung, wo er auch in unserer Formation hingehört. Maximilian Rossmann. Und es gibt den Abstoß für den UFC, während unsere UFC-Fans singen. Steht auf, wenn ihr Kickers seid. Und das halbe Stadion erhebt sich für diesen Gesang, vor allem auf unserer Gegentribüne. Ja, UFC mit Breitenbach rechts rausgelegt zu Vincent Moreno, rutscht ein bisschen weg, aber kriegt den Ball noch nach vorne, in die Spitze gespielt zu Semir Šarić. Šarić gegen Knote. Knote jetzt am Ball. Ja, und UFC geht weiter gut drauf mit Mesanovic und es gibt aber leider nur Einwurf für den FSV, trotzdem gut vorne drauf gegangen von Mesanovic und auch von Šarić, die da richtig Druck gemacht haben. UFC Wechselgesänge jetzt hier in der PSD Arena, das hören wir vom Fanradio natürlich sehr gerne. Und 6.400 Zuschauer sind heute im Stadion, das ist eine gute Zahl. Nur der FSV über die rechte Seite. Ja, ja, mit einem Chip-Pass-Versuch in die Spitze. Der ist aber zu weit für Kas Peters. Geht bis ins Tor aus. Und deswegen gibt es den Abstoß für den UFC. Genau. Abstoß UFC. Wir haben auch noch, wir sehen gerade links neben Tor von David Richter, ihr jetzt nicht, aber wir, die Ersatzspieler vom UFC, machen sich wieder warm. Wir können noch ein paar Mal nachlegen. Wir haben immer noch draußen neben unseren Ersatzkeeper Maximilian Engel noch Jacques Onangolo. Rafael Garcia wäre noch da, Philipp Hosina, Dominik Wanner und Björn Jopek. Und Damian Balic und Jakob Zitzelsberger, die noch eingewechselt werden könnten. Und jetzt gab es erstmal den weiten Abschlag über die Mittellinie. Und Versuch Hermes in Szene zu setzen. Der kann erstmal den Ball annehmen, aber wird dann noch abgedrängt Richtung Außenlinie, Richtung Eckfahne. Und jetzt gegen zwei, gegen drei, trippelt sie nochmal durch, muss erstmal zurückspielen. UFC immer noch im Ballbesitz. Möglichkeit über Ronny Marcos jetzt die Flanke zu bringen. Der dreht aber erstmal ab und ja, spielt über die Dreier-Innenverteidigerkette, die wir heute aufgespannt haben. Und erneuter Versuch des Spielaufbaus über die Mitte. Und jetzt ist er wieder Jason Breitenbach, der hat aber Platz vor sich. Kann jetzt wieder Šarić ins Spiel bringen, der mit einer Drehung versucht, dann wieder vorbeizugehen, wird von hinten umgerannt. Und es gibt einen Freistoß für den UFC. Gute, ja, bestimmt schon 30 Meter vom Tor weg. Und genau. Halbrechte Position, Del Vecchio fault Semir Šarić, nächster Freistoß, ähnliche Position wie eben. Über dieser Freistoßvariante, die etwas missglückt ist. Vielleicht sehen wir jetzt eine andere. Und diesmal klappt sie vielleicht richtig. Du sagst es. Semir Šarić oder Almin Mesanovic. Wer wird ausführen? Šarić hebt die rechte Hand. Ja, bringt die jetzt rein. Kommt gut, aber leider ist da noch ein Kopf von FSV Frankfurt dazwischen. Abralla landet bei Jürgen Albrecht. Bringt die Kugel nochmal hoch rein. Viele Kopfbälle jetzt. Nochmal Albrecht. Wieder Richtung 16er, aber wieder rausgeköpft. Ja, und Moreno macht es dann wirklich fantastisch. Stellt den Körper rein gegen Butakrit. Macht er sehr gut. Wurde da auch ein bisschen gezogen. Stürmer vorgepfiffen. Freistoß ausgeführt. Und Mike Feigenspahn kommt nicht mehr ganz dran. Stand auch im Abseits. Deswegen gibt es den Freistoß für FSV Frankfurt. Haben es selbst noch gar nicht realisiert. Aber es gibt ihn. Kurz ausgeführt. Der Ball. Und das Spiel läuft wieder. FSV Frankfurt zurück in die letzte Kette gespielt. Noel Knote über links jetzt. Hermes muss anlaufen. Ja, beißt er auf die Zähne gegen Del Vecchio, der nochmal eine Station weiter nach links schiebt. Aber Jason Breitenbach ist da. Findet jetzt Jürgen Albrecht, der auf die rechte Seite zu Lukas Hermes. Der Ball schwer anzunehmen. Deswegen schon wieder auf Seiten des FSV. Also, ersten 8 Minuten sind rum. In der zweiten Halbzeit steht weiterhin 0:0 zwischen FSV Frankfurt und dem UFC. Jason Breitenbach macht's gut gegen Kas Peters. Julian Albrecht ist auch mit dabei und segelt jetzt den nächsten Ball vorne in die Spitze. Leider findet er wieder keinen Abnehmer. Und der FSV Frankfurt spielt den Ball 1-1 aus, weil Kas Peters sich die Schnürsenkel binden muss.
Ja. Oder vielleicht hat er sich auch am Fuß ein bisschen wehgetan. Der Bornheimer steht aber wieder und es geht gleich weiter mit Einwurf OFC und den wird aller Voraussicht nach Vincent Moreno einfach nach hinten werfen. Ja, macht er auch fair gemacht von im Ballbesitz. Zurückgespielt zu Omar Hanin. Ja, ihr habt es gehört, 0-0 weiterhin. Es gab eine ganz, ganz strittige Situation. Zieliński, der den Ball ins Tor geköpft hat nach einer Ecke, war aber auch ein bisschen gegnerischer Torwart mit dabei. Die Idee jetzt von Vincent Moreno, Hermes da zu schicken, da wäre ein bisschen mehr Platz gewesen, aber leider die Idee nicht perfekt ausgeführt. Aber Zieliński, gutes Auge auf der linken Seite jetzt für Ronny Marcos, hat ein bisschen Rasen vor sich, immer noch Ronny Marcos, auf links gespielt zu Feigenspahn. Abpraller landet wieder bei Feigenspahn. Zurückgelegt zu Almir Mesanovic, der viel vom Spiel hat, Mesanovic. In die Spitze gespielt, jetzt zu Jürgen Albrecht. Gute Bewegung von ihm, nochmal reingelegt. Mesanovic, das Tor! Nein, Pfosten! Doppelchance für Feigenspahn! Mann, wie knapp war das denn? Sehr gut gespielt vom OFC in der 66. Spielminute. Wir haben es nochmal, schöner Steckpass von Mesanovic, gut reingespielt. Und dann ist es Feigenspahn, der das Ding nicht über die Linie drücken kann im zweiten Versuch. Aber der OFC bleibt nochmal dran. In der 56. die größte Chance bisher in diesem Spiel. Und der Pfosten verhindert das 1-0 für den OFC. Unglaublich. Unglaublich tatsächlich. Ja, super gespielt und der Abschluss auch nicht schlecht gemacht. Einmal gehalten, beim zweiten Mal ein bisschen Pech. Aber so kann es weitergehen. Ja, gespannt, ob wir bald auch die nächsten Wechsel sehen. Ich habe den Eindruck, dass der Lukas Hermes mittlerweile bei den ganzen Läufen auch langsam ein bisschen Spritzigkeit verloren hat. Er läuft auch extrem viel, bietet sich viel an. Ja, unser Trainer hat ja gesagt, man muss einen Gegner noch mal 70 Minuten lang spielen und dann irgendwann, wenn er müde ist, mit den richtigen Wechseln nochmal zum Erfolg kommen. Mal schauen, was heute der Fall ist. Eben hätte es auf jeden Fall schon das nächste Tor geben müssen, muss man schon fast sagen, für den OFC. Das war so eine riesige Chance, super herausgespielt. Und jetzt gibt es erstmal einen Wurf genau vor uns. Ich muss mich aufrichten, weil wir sonst nichts sehen. An der Seitenlinie, genau für der Mittellinie. Moreno ist am Ball. Und ja, sucht noch seinen Anspielpartner. Mesanovic hat sich ein bisschen freigelaufen. Julian Albrecht wäre jetzt bereit. Oder halt doch die offensive Variante Richtung Lukas Hermes. Und in die Richtung geht es jetzt auch. Der versucht auch den Ball durchkommen, wird ganz schön gehalten. Ich finde diese Feigenspeine, ich finde diese Ringereien, weiß ich nicht. Das ist nicht meine Art von Fußball, aber egal. Und es gibt einen Einwurf. Nächster Einwurf also für den OFC. Vincent Moreno steht schon wieder bereit. Wohin damit? Wer läuft sich frei? Vincent Moreno weiter am Ball, wirft jetzt den Ball in Richtung Lukas Hermes. Ja, schirmt die Gegner ab. Immer noch Lukas Hermes, der Ball noch nicht im Aus. Jetzt landet er wieder im Seitenaus und es gibt wieder den Einwurf für den OFC. Und wieder wird den Vincent Moreno ausführen, diesen Einwurf. Mann, war das eine große Chance. Eben in der 56. Spielminute und dann gibt es jetzt Redebedarf zwischen Schiedsrichter und Lukas Hermes. Nächster Einwurf kommt jetzt also von Vincent Moreno. Vielleicht mal weit in den Strafraum. Er wählt die Option, Semisharic anzuspielen. Falscher Einwurf. Wird gepfiffen vom Schiedsrichtergespann. Gibt also jetzt Ballbesitz für den FSV Frankfurt. Na gut, auch das kann mal passieren. Und Frankfurt mit dem Einwurf. Also leitet jetzt seine Spieler da vorne an, dass er einen weit werfen will. Macht er jetzt auch. Aber da ist nur der Kopf von Jürgen Albrecht und auch von Mesanovic. Feigenspahn rechts raus zu Semisharic. Gut, weitergeleitet zu Vincent Moreno. Der bekommt Dampf von Azuak. Oh, der zu Boden geht. Leicht zu Boden geht. Ja, macht er clever. Kriegt das Foulspiel gepfiffen. Gibt also den Freistoß für den FSV ausgeführt. Zurück zum Torhüter gespielt. Und der OFC ist definitiv das ganze Spiel über schon näher dran an der Führung. Kaspiters Kopfball weiter verlängert, aber da ist nur Zieliński, der den Ball zurückspielt zu David Richter, der links raus in Richtung Ronny Marcos, der hält den Ball auch noch im Spiel und chippt die Kugel jetzt in Richtung Jürgen Albrecht. Der wird gestört bei der Aktion, aber Zieliński ist da, bügelt das Ganze aus in Richtung Feigenspahn. Ja, die direkte Verlängerung zu Lukas Hermes kommt er dann nicht an und der FSV schon wieder im Ballbesitz. Weiter Ball in Richtung Mittellinie. Jörn Albrecht verschafft sich da ein bisschen Platz. Auch Mesanovic gut dazwischen. Feigenspahn. Über links ist viel Platz, aber Šarić versucht es direkt aus der Distanz. Ja, nicht fest genug geschossen, aber die Richtung war gut.
Leider ist der Torhüter zur Stelle und kann den Ball erstmal aufnehmen. Und jetzt hat sich ein FSV-Spieler wieder verletzt. Ist da am Boden. Kannst du erkennen, wer es ist? Die Nummer 2 ist das, ne? Also Reuter müsste das sein. Der Reuter, der sich da ein bisschen wehgetan hat. Kommen Sie denn jetzt noch mal sehen? Ja, und während dieser Unterbrechung sehen wir uns nochmal das Replay an von der Jelinjetski-Chance kurz vor der Halbzeitpause. Hier haben wir es nochmal. Die Ecke war das. Und dann fliegt Jelinjetski damit rein. Ich weiß es nicht. Also, strittige Szene. Danke nochmal, dass ihr das gut eingespielt habt. An die Regie, Janne Albrecht. Ja, genau zum Gegner. Achtung. Jetzt der FSV über die rechte Seite. Mit viel Platz. In die Mitte gespielt, aber da ist wieder nur Sebastian Jelinjetski und Mike Feigenspahn im Zentrum. Gute Richtungsänderung. Feigenspahn zu Semisharic gespielt. Der nimmt auf der rechten Seite Vincent Moreno mit. Moreno, halbrechte Position. Gespielt zu Mesanovic. Nee, in die Mitte zu Jörn Albrecht. Gut, weitergeleitet zu Rossmann. Und so läuft hier das Bällchen beim OFC. Ronny Marcos, ja, FSV gut geordnet. Ronny Marcos mit dem Fehlpass. Und der FSV leider schon wieder im Ballbesitz. Auf dem Weg in die andere Richtung. Kriegen jetzt ein bisschen Platz da auf der linken Seite. Kas Peters am Ball. Nochmal weiter verlängert zu Del Vecchio. Hereingabe, gut verteidigt vom OFC. Und raus damit aus der Gefahrenzone. Zweiter Angriff läuft vom FSV. Schiedsrichter unterbricht die Partie, weil unser Kapitän sich da wehgetan hat. Sebastian Jelinjetski. Bei dieser Situation, hier sehen wir es nochmal, ja, gut gespielt vom FSV. Und dann hat er dann Schuh abbekommen vom Butterkrieg, glaube ich. Ja, 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 aber er steht wieder. Es kann weitergehen. Und ja, gute Chance vom FSV, leider, muss man so sagen. Da seht ihr es nochmal in die Mitte reingespielt, aber man muss natürlich auch sagen, Jelinjetski war natürlich auch dazwischen, der Stürmer war nicht frei. Insofern, es war ein guter Angriff, aber wir wären auch noch, wir haben sie auch abgewehrt und jetzt gibt es einen Wechsel. Der FSV wechselt, bereit steht die Nummer 20, Sanumia. Ja, ein schneller Mann, glaube ich, für die Flügel. Schauen wir mal gerade, wer da runter vom Platz geht. Ich glaube, ja, Giorgio Del Vecchio geht vom Platz. Und Sho Sanumia neu mit dabei. Der Mann mit der Nummer 20. Eine halbe Stunde ist es noch auf der Uhr in diesem Spiel. Weiterhin steht es 0:0. Der UFC mit den größeren Torchancen. Aber leider noch ohne Torerfolg. Mike Feigenspahn war sehr nah dran. Aber leider verhindert der Pfosten, dass der UFC hier in Führung geht. Panin mit dem Ball, aber landet auf dem Kopf von Rossmann. Hermes geht dazwischen. Jürgen Albrecht mit dem Ball am Fuß. Versucht es einfach mal aus der Distanz mit einem guten Schuss. Und es ist ein Flatterball. Gute Gelegenheit, aber leider nicht am Tor geglückt. Torwart ist noch mit den Fäusten dran und wehrt dann irgendwie noch ab zur Ecke. Also das war ein guter Schuss. Stramm geschossen von Jürgen Albrecht. Und er flattert und deswegen kann Omar Hanin nur noch die Fäuste irgendwie dazwischen bekommen, den Ball ins Tor auslenken in der 63. Minute. Also die nächste Chance für unseren OFC. Und die häufen sich, während wir sehen, dass Shaco Onangolo die letzten Anweisungen bekommt, um dann noch reinzukommen. Ich schätze mal, das wird ein Wechsel. Moreno raus und Shaco Onangolo rein. Kann ich mir gut vorstellen, dass er dann als nächster rechter Schienenspieler reinkommt. Jetzt aber zunächst die Ecke von Semisharic gezogen. Auf den Kopf von Hermes, aber der Torhüter mit dabei. Nachschuss, Ronny Marcos bringt den Ball nochmal irgendwie rein, rausgeköpft. Und der nächste Spieler liegt am Boden. Und wieder muss er behandelt werden, ja. Kommt jetzt das medizinische Team wieder auf den Platz gesprintet hier. Und es ist wieder neue Knote, du sagst es. Wäre schon in der ersten Halbzeit Thema. Nach einer Aktion wurde er behandelt, aber wird weitergehen, muss jetzt auch wieder kurzzeitig den Platz zumindest verlassen. Und der UFC wartet noch ein bisschen mit dem Wechsel. Shaco Onangolo haben wir gesehen, hier sehen wir ihn. Er kommt. Also er ist soweit, hat sich noch angezogen, Anweisungen vom Trainer bekommen, habt ihr gerade gesehen. Ihr konntet mal kurz auf die Aufzeichnungen von Ersan Palatan reinluken. Ich hoffe, das haben die Frankfurter nicht gesehen, was alles drauf stand. Und es gibt erstmal wieder Schiedsrichterball wegen der Behandlung von Knote, der an der Außenlinie steht und jetzt wieder auf dem Platz darf. Also der kann auch weiterspielen. Und Ballbesitz, FSV, aber gut abgelaufen, Mittelfeld, aber kann durchkommen, vom OFC erstmal abgeblockt und jetzt wieder die Möglichkeit, Ronny Marcos auf der linken Seite, kriegt den Ball, kann nach vorne spielen, Feigenspahn am Ball, ist gut ins Spiel reingekommen, versucht sich durchzusetzen, aber erstmal abgeblockt, aber trotzdem mega Einsatz vom OFC und jetzt die Flanke in den Strafraum, die Möglichkeit vielleicht jetzt mal den Ball wieder reinzukommen, immer noch am Strafraum, Fallrückzieher, Vorlage, Ronny Marcos, Flugkopfball,
Und ach, vorbei, das war's. Hey! Okay, okay, wieder mal eine gute Aktion hier vom UFC. Voller Einsatz. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ronny Markus, der da reingeflogen kommt. Reicht nicht für einen Pfiff. Und dann ist es Feigenspahn, der irgendwie noch drankommt. Das Ding segelt dann aber links am Kasten vorbei. Nächster Aufreger also in der Partie. Und wieder war es eine Chance für den UFC. Und wieder hat sich ein FSV-Spieler ein bisschen verletzt. Ja, und ihr seht, bei der Aktion hat sich Asuak verletzt. Er humpelt noch. Wurde aber wohl noch weiter behandelt. Ja, es wird diskutiert, ob man das hätte auch pfeifen können. Weil natürlich in den Kopfball hinein von Ronny Markus dann auch einer versucht hat, reinzutreten. Aber naja, gut. Ich hätte eher das Tor gegeben als diesen Elfmeter sozusagen. Das war für mich eindeutiger bei den beiden Szenen. Und jetzt Ersan Palatan begleitet Shako und Angolo an die Mittellinie. Es findet jetzt auch schon ein Wechsel statt. Und wie du es angedeutet hast, vom Platz geht Vincent Moreno. Und Shako wird jetzt auf der rechten Seite die Außenbahn besetzen. Wir haben übrigens die 65. Spielminute. Und wie gesagt, jetzt den zweiten Wechsel. Jetzt mit Shako und Angolo und ja, Mike Feigenspahn auf dem Platz, genau. So ist es, Shako Nangolo, der nochmal viel Geschwindigkeit mitbekommt und dann wieder die nächste strittige Situation, da hätte man durchaus auf den Punkt zeigen können als Schiedsrichter. Ronny Markus kam da reingeflogen mit einem Flugkopfball, bekommt da glaube ich sogar noch einen Fuß ab, also ach, alles kniffliges Spiel, auch fürs Schiedsrichter gespannt. 32, den Platz FSV über die linke Seite. Sanomiya und Shako und Angolo mit dem ersten Mal am Ball. Shako, ja, legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor, Ballverlust dann im Spielaufbau. Und der FSV kommt über die Mitte, über links jetzt mit Butakrit. Achtung, abseits gepfiffen. Das war richtig. Und es gibt noch eine gelbe Karte tatsächlich für Amir Misanovic wegen einem kleinen Zupfer. Davor war aber Vorteil gepfiffen. Gibt die nächste gelbe Karte für den UFC. Diesmal geht sie an Misanovic. Und ich glaube, das Spiel wird sogar mit einem Freistoß fortgeführt, obwohl eigentlich Vorteil angesagt war. Dann stand der Spieler im Abseits. Also. Naja. Naja. Also. Wir haben jetzt gerade nochmal die Szene von eben. Oh, also es ist wirklich schwer, in diesem Spiel Schiedsrichter zu sein. Ja, gut. vor allen Dingen bei den Emotionen, bei so vielen Zuschauern, die ja dabei sind. Also. Jedenfalls gibt es erstmal nach der gelben Karte Freistoß FSV. Ich schätze mal 35 Meter vom Tor weg. Bereit steht Faruk, der jetzt auch hoch in den Strafraum reinspielt. Das ist eigentlich ein sicherer Ball für David Richter, der aber nicht eingreifen muss, weil er ohne jemanden zu berühren an Freund vorbei, Freund und Feind vorbei ins Tor aussegelt. Und noch auch mal fürs Protokoll: Es gab zwei gelbe Karten in diesem Spiel. Einmal eben für Almin Misanovic und relativ früh für Maximilian Rossmann. Und damit steht es zumindest nach gelben Karten 2-0 für den OFC, was ich auch nicht so teilen möchte. Aber nun gut, erstmal der OFC wieder mit Möglichkeit ans Angriffs. Saric kann nach vorne durchlaufen, kriegt den Ball auch gleich Feige am Ball, Feigenspahn. Der schaut, sieht jetzt auch Saric, der ist schon im 16er, von zwei bedrängt, aber da erreicht sein Querpass keinen. Und der FSV kann aber relativ lustlos hier zur Seitenauslinie spielen, wo jetzt Shako Nangolo den Einwurf hat. Auch 20 Meter vom Tor weg. Nächster Einwurf, also für den UFC. Es fehlt das Zwingende in der Box. Shako und Angolo gegen Sanomiya. Der Ball ist im Tor, im Seitenaus. Und es wird Einwurf geben für den UFC. Shako und Angolo. Wo wird er hinwerfen? Wieder also mit den Händen am Ball zu Julian Albrecht. Gute Bewegung von ihm. Zurückgespielt zu Sebastian Zieniecki. Der wieder zu Albrecht, der zurück zu Zieniecki. Nimmt den Ball nochmal mit und spielt zu David Richter. Richter in die Mitte zu Jürgen Albrecht. Der dreht sich einmal auf. Immer noch Albrecht am Ball. Einmal um sich selbst gedreht. Und dann geht der Ball links raus in Richtung Maximilian Rossmann. Zu Ronny Markus auf der linken Seite. Geht vorbei am Gegenspieler. Immer noch Ronny Markus. Schöner Ball jetzt in die Spitze gespielt. Leider etwas zu steil für Mike Feigenspahn. Aber die Idee, die war sehr gut. Leider nicht optimal durchgeführt. Und der FSV wieder im Ballbesitz auf der linken Seite. Chipball nach vorne. Da ist nur Zieniecki. Gut gemacht von ihm. Und auch von Saric und auch von Albrecht, der leider nicht mehr drankommt. Zieniecki ist wieder da, wo er stehen muss. Macht er sehr gut. Mit Übersicht dann auf die linke Seite gespielt zu Ronny Markus. Steckpass in Richtung Saric.
leider wieder einen ganz kleinen Tick nach vorne, zu weit gespielt. Und der FSV holt sich den Einwurf. Mann, da fehlen immer Zentimeter bei diesen Pässen. Ja, also ich habe auch das Gefühl, es ist besser, als was man sonst so gesehen hat im Offensivspiel. Besser aber noch nicht so, dass sie zum Tor gekommen sind. Es sieht besser aus, aber es ist immer, wie du sagst, der letzte Zentimeter. Ne? Immer irgendwo ist noch ein Bein dazwischen, irgendwas stimmt noch nicht. Oder der Ball ist ein Tick zu schnell. Es macht auf jeden Fall Freude zuzuschauen, aber es würde mich noch mehr freuen, wenn es langsam 1-0 stehen würde für den OFC. Wir haben jetzt noch gute 20 Minuten zu spielen. Einwurf FSV von der rechten Seite. Gab es wieder einen kleinen Schubser, aber nichts Gefährliches, nichts Wildes. Und der OFC hat den Ball schon wieder zurückerobert, aber da vertändelt. Das war jetzt nicht gut gelöst. Und der FSV deswegen jetzt auf der rechten Außenbahn flankt weit nach auf die linke Seite und versucht des Schusses, aber ungefährlich letztlich vorbeigegangen. Tim Weißmann, der Außenverteidiger, kommt an den Ball und versucht da ins Tor zu chippen, aber das gelingt ihm nicht und deswegen Abstoß OFC. Holt aus in der 70. Spielminute. Dieser Seitenwechsel, ihr seht es hier gerade nochmal in der Wiederholung. Volley genommen, volles Risiko. David Richter wäre da gewesen, war aber gar nicht mehr dran am Ball, deswegen geht er ins Tor aus. Und Abstoß, OFC. Eine der wenigen Chancen für den FSV. OFC hier absolut viel besser im Spiel, aber es fehlen, wie gesagt, auch einfach die Tore bisher noch. Das muss jetzt einfach noch klappen, in den letzten 20 Minuten dieses Törchen zu erzielen. Aber zunächst die Frankfurter mit einem Chippass in die Spitze. Richter passt auf und haut das Ding da weit nach vorne. Kopfballverlängerung vom FSV. Hermes geht noch weiter drauf. Klärungsversuch FSV landet auf den Beinen von Ronny Marcos, der das Leder nach links verteilt. Mike Feigenspahn hat den Ball am Fuß. Immer noch Feigenspahn, legt sich das Ding auf links. In die Mitte gespielt zu Šarić. Immer noch Šarić kriegt den Ball abgenommen. Aber wieder ist der OFC dran und Šarić kriegt das Ding wieder abgeluchst. Achtung, Breitenbach verschätzt sich und Sanomir auf der linken Seite. Butakrit ist das. Butakrit mit dem Chipball Richtung Kaspitas. Mit dem Schuss und das Ding landet am Außennetz. Gefährlicher Konter vom FSV, die jetzt hier anklopfen am Tor auf ihrer Seite. Während wir sehen, dass Rafa Garcia sich bereit gemacht hat für den nächsten OFC-Wechsel. Abstoß schon ausgeführt. Shako Nangolo in die Spitze gespielt in Richtung Lukas Hermes. Kann leider nicht vorbei an Noel Knote, der das wieder zurück zu seinem Torwart spielt. FSV im Aufbau. Achtung, Julian Albrecht. Schießjunge, nochmal in der Mitte gelegt. Lukas Hermes. So, oh, Ball gehalten, das glaube ich nicht. Hundertprozentige Chance für den OFC, aber der FSV hält diesen Ball. Mann, war das eine Großchance. Und den müssen sie da vorne irgendwie einschieben. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung. Drei Mann stehen bereit. Lukas Hermes schießt genau auf den Torwart und nicht ins Tor. Das hätte das 1-0 sein müssen in der 72. Spielminute. Das gibt's doch gar nicht. Ah, nächste große Chance, OFC. Und so muss es weitergehen. Und irgendwann wird dieser Ball dann auch reingehen in dieses verflixte FSV-Tor. Jetzt aber wieder kommen übers Zentrum, über Kaspitas gegen Rossmann. Rutscher da auf dem Boden weiter. Und jetzt pfeift der Schiri das Spiel ab und gibt Freistoß FSV. Also, das sind alles Entscheidungen, die hier so wirklich keiner wirklich nachvollziehen kann. Auch unsere Trainerbank regt sich da zu Recht auf, dass alles nach der wirklich hochemotionalen Großchance auch von Lukas Hermes gerade. Oh, mir fehlen gerade die Worte. Ja, was? Ich habe mehr Worte, aber die darf ich nicht sagen. Ja, du sagst es. Also wirklich Wahnsinn. Diese Tore, die müssen einfach besser, oder die Chancen müssen besser ausgespielt werden. FSV über die rechte Seite jetzt zurückgelegt, der Ball. Jetzt segelt die nächste Flanke rein aus dem Halbfeld. Kommt gefährlich in den 16er. Kopfball FSV, aber David Richter ist da. Passt auf und schnappt sich die Kugel. Und jetzt muss es weiter nach vorne gehen. Immer weiter vorne anklopfen. Abwurf jetzt zu Julian Albrecht im Zentrum. Viel Platz vor sich. Julian Albrecht nach rechts gespielt zu Shako Nangolo. Ja, ein paar Gegner vor sich. Shako Nangolo schießt seinen Gegner an. Zurückgelegt jetzt zu Breitenbach, der weit und hoch nach vorne. FSV kann erstmal klären. Misanovic nimmt die Kugel runter. Macht es dann sehr gut. Links rausgespielt in Richtung Ronny Marcos. Und so langsam merkt man es auch bei FSV, dass dieses Spiel viel Laufarbeit ist. Nicht mehr ganz so spritzig. Und der Zieniecki über die halbrechte Position zu Jason Breitenbach.
nach rechts gespielt zu Shaco Nangolo. Gegen zwei. Jetzt mit der Flanke, die wird länger und länger, landet dann aber im Tor aus. Keine Gefahr, diese Flanke. Und es gibt Abstoß für den FSV und es steht weiterhin 0:0. In wenigen Sekunden wird hier die Kickers-Viertelstunde eingeläutet. Und dann muss es passieren. Dann muss es einfach passieren. Die Mannschaft muss sich belohnen für diesen Auftritt, diesen ordentlichen Auftritt, den sie hier heute im kleinen Main-Derby zeigen. Bisher steht es weiterhin 0:0. Und das ist wirklich mit diesen Chancen, die wir heute hatten, kaum zu glauben. Ja, also es ist, wenn man so frei da vorne steht, ja, der Lukas Hermes hat halt seine Stärken im Sprint. Und manchmal, ja, wenn er jetzt die noch im Abschluss hat, dann kann er zweite Liga spielen, nicht Regionalliga, muss man fairerweise auch sagen. Aber es waren auf jeden Fall Riesenchancen und es ist alles ein super Spiel. Ich finde das Spiel sehr unterhaltsam. Es ist ein gutes Spiel für die Zuschauer, auch wenn die Tore noch fehlen. Wie schon gesagt, das Laufintensiv, man merkt bei beiden Seiten auch, dass die Sprints nicht mehr so spritzig kommen, dass manch Ball jetzt verloren geht. Es wird mehr zum offenen Schlagabtausch. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis hier ein Tor fällt. Jetzt wieder so ein kleiner Patzer in der Verteidigung. Und Doppelpassspiel beim FSV. Jason Breitenbach am Ball. Kretscht den Ball raus, senzt den Spieler mit um. Und es gibt einen Wurf. FSV Frankfurt auf Höhe unserer 16er von der linken Seite. Aber guter Einsatz wieder von unseren Jungen. Einen Ball reingeworfen. Und wenn vorne liegt, ich sehe es nicht so richtig. Genau, Saric mit der Kopfballverlängerung. Nächster Versuch und der Ball ins Aus vom FSV. Und es gibt einen Wurf UFC. Genau. Einwurf UFC. Und wir sehen den nächsten Wechsel, der sich vorbereitet. Dominik Wanner streift sich das Trikot über, zusammen mit Rafa Garcia. Also nochmal gebündelte Offensivpower für die letzten 10 bis 15 Minuten, die wir hier noch sehen werden. In diesem emotionalen Spiel gegen FSV Frankfurt. In dem Spiel, in dem der UFC so viele Tore schon verdient hätte, aber noch nicht gemacht hat. Jürgen Albrecht mit dem nächsten Diagonalball in Richtung Ronny Marcos. Schickt dann, nein, es war kein Abseits! Schickt dann Mike Feigenspann auf die Reise und pardon, da musste ich einmal kurz explodieren. Ist extra noch zurückgelaufen, dass er nicht im Abseits steht. Dann kam der Pass von Ronny Marcos, aber Schiedsrichter hebt trotzdem die Fahne. Deswegen Freistoß, FSV kurz ausgeführt, zurück zum Torwart geschoben und der wieder lang und weit nach vorne. Aber auch da nur der UFC mit Shaco Nangolo legt sich den Ball so ein bisschen ungut vor. Aber Zieniecki bügelt das Ganze wieder hinten aus. Ronny Marcos, nächster Chipball, nach vorne gespielt, landet aber beim FSV. Also, es geht hin und her hier und der FSV versucht es dann über die letzte Kette wieder aufzuziehen. Das Spiel zurückgespielt zu ihrem letzten Mann, zu Noel Knote. Ja, wir sehen, dass hier Palatan, unser Coach Wanner und Garcia noch die letzten Ansagen gibt, denn wir werden gleich diesen Doppelwechsel erleben. Bin gespannt, wen er rausnehmen wird. Nächster weiter Ball, aber erstmal vom FSV in die Spitze. Zieniecki nimmt keine Gefangenen, hoch rausgeklärt. FSV aber schon wieder im Ballbesitz und über links verlagert. Also, letztes Aufbäumen hier beider Mannschaften. Shaco Nangolo setzt nach, auch Jürgen Albrecht setzt nach, aber der FSV bleibt weiter im Ballbesitz, schiebt den Ball jetzt zurück in die Verteidigung. Jetzt über rechts vielleicht mal der Versuch, aber da ist auch Ronny Marcos. FSV bleibt am Ball und schiebt die Kugel wieder zurück in die Verteidigung. Gut 10 Minuten noch in diesem Spiel. Mit Nachspielzeit sind es vielleicht noch sogar 15, die wir hier sehen können. Genug Zeit, um sich noch ein paar Chancen zu erspielen und hier endlich dieses erlösende 1:0 zu schießen. FSV mit einem ruhigen Spielaufbau im Moment. Jetzt in den Zwischenraum gespielt zu Sanomia. Nicht gut gemacht von ihm und Amir Misanovic kann dazwischen gehen. Und behauptet den Ball zusammen mit Ronny Marcos für den UFC. Marcos auf der Außenverteidigerposition zu Misanovic in die Mitte gespielt. Almin Misanovic. Links raus wieder zu Ronny Marcos. Und wieder zurück zu Maximilian Rossmann. Also neu aufbauen dieses Spiel. Zieniecki, Ruhe bewahren, die richtigen Momente finden. Das heißt es jetzt irgendwie zu bewerkstelligen. Hermes, Doppelpass mit Breitenbach, Shaco Nangolo geht dazwischen, auch wieder Fehlpässe jetzt hier und der FSV im Endeffekt dann mit dem Ball durchs Zentrum gespielt. Also fahrige Szenen jetzt. Ja, fahrige Szenen und wieder der Versuch, Doppelpass FSV, aber auch da läuft er ins Leere. Maximilian Rossi kann den Ball annehmen, weit nach vorne schlagen. Guck mal, ob es klappt. Er hat
Ball zu weit vorgelegt und deswegen jetzt schon wieder FSV. Und ich glaube, wir haben schon seit 4 Minuten keinen Ball im Aus gehabt. Deswegen immer noch kein Wechsel. Draußen stehen immer noch Garcia und Wanner und warten auf ihre Einwechslung. Und ja, während ich das sage, versucht der FSV dem Frankfurt den Ball runterzuholen. Spielen sich in ihrer Hälfte zu. Saric versucht dazwischen zu gehen, aber erstmal wieder nach hinten gespielt, abgeblockt über jetzt über ja, FSV recht linke Abwehrseite. Jetzt im Mittelfeld versucht den Ball nach vorne zu schlagen, kommt auch erstmal an bei dem neuen Mann, schon Sanomir, aber Chaka Nangolo kann ihn erstmal bis zur Außenlinie begleiten und jetzt die nächste Flankenmöglichkeit, da steht sehr frei, da müsste mal jemand hingehen. FSV gezielte Flankenmöglichkeit und Abstoß. Das war, ich kann es gar nicht kommentieren, Jason Breitenbach verlängert unglücklich, würde ich jetzt das sagen. Und da waren die Ball dann noch auf dem Kopf von Frankfurter und gehen es aus. Und jetzt gibt es den Wechsel. Ja, war der Kopfball von Kas Peters, den er zum Glück übers Tor setzt in der 80. Spielminute. Jetzt die Chance für den OFC, endlich für diesen Wechsel. Also Wanner und Garcia kommen und vom Platz gehen Jürgen Albrecht. Für ihn kommt dann wahrscheinlich Rafa Garcia und Maximilian Rossmann geht vom Platz. Also ich schätze mal, es wird eine Umstellung auf eine Viererkette geben. So ist es auch. Während sich ein FSV-Spieler jetzt auf den Boden legt mit einem Krampf. Djihad Butakrit ist das. Wird jetzt geholfen von Jason Breitenbach. Doppelwechsel beim OFC und Systemveränderung beim OFC. Viererkette. 4-2-3-1 wird jetzt gespielt. Mit Feigenspahn auf links, Wanner auf rechts, Hermes in der Mitte. Ganz im Sturm. Schako auf der rechten Außenverteidigerposition. Gieniezzi und Breitenbach in der Innenverteidigung. Über links Ronny Marcos. Im Zentrum besetzen dann Rafa Garcia. Ah, nee, vielleicht ist es auch ein 4-4-2, was wir jetzt hier sehen. Mirzanovic und Šarić als Doppel-6, beziehungsweise als Achter im Zentrum. Wanner über rechts, Garcia über links und Feigenspahn und Hermes. Vorne die Doppelspitze. Also, Ronny Marcos am Ball auf der linken Seite mit dem Chip-Pass in die Spitze gespielt zu Lukas Hermes. Nimmt den Ball jetzt auch auf, muss nochmal ein bisschen abdrehen. Immer noch Lukas Hermes, jetzt nochmal links rausgespielt zu dem neuen Mann, Rafa Garcia. Zweikampf, der Ball landet im Seitenhaus und FSV wird auch nochmal wechseln. Nummer 24 kommt aufs Feld. Mayompo Falaye. Und Butakrit geht runter. Eben noch den Krampf gehabt. Jetzt hier die ermutigenden Worte von Gieniezki ein bisschen schneller zu machen. Ich bin jetzt auch gebeten vom Schiedsrichterteam. Gieniezki Butakrit geht also runter. Wir sind schon in der, ja, jetzt in der 83. Spielminute. Und es geht weiter. Nach diesem, ja, insgesamt Dreifachwechsel für dieses Spiel. Zwei neue für den OFC, ein neuer für den FSV. Und Einwurf gibt es auf der linken Seite für Kickers Offenbach, Ronny Marcos. Mit der Hereingabe, Hermes dreht sich einmal um sich selbst. Abpraller, abgefälscht und Ecke. Da wurden sie sich nicht ganz einig, wer den Ball nehmen soll, Hermes oder Feigenspahn. War eine gute Chance eigentlich. Und wieder landet der Ball nicht im Tor in der 83. Minute. Stattdessen gibt es eine Ecke für den OFC. Die Chancen häufen sich. Die werden immer besser, aber noch nicht mit einem Tor geglückt. Rafa Garcia mit der Ecke, mit rechts reingezogen. Ja, Torwart ist mit der Faust leider zur Stelle. Faustet das Ding raus aus dem 16er. Falaye landet im Seitenhaus. Ja, und es gibt Einwurf für den OFC. Schako schnell ausgeführt zu Ronny Marcos, der die Absicherung gebildet hat und jetzt einfach mal kurz die Innenverteidigerrolle eingenommen hat. Schiebt zu Jason Breitenbach, wieder zu Ronny Marcos, der links raus zu Rafa Garcia. Zurück zu Ronny Marcos. Auf geht's, die Bälle nach vorne irgendwie. Ronny Marcos, jetzt der nächste Chip-Pass. Ah, die Fahne geht leider hoch und wieder soll es abseits gewesen sein. Es war einfach kein Abseits. Aber der Torwart schnappt sich die Kugel, immer noch die Kugel in der Hand. Jetzt mit dem weiten Abschlag nach vorne in Richtung Falaye. Gieniezki verschätzt sich, Großchance, FSV, aber Richter ist da. Stellt den Kopf dazwischen und verhindert hier den Rückstand sogar. Meine Güte. Ja, was soll man sagen, ihr seht es in der Wiederholung, ganz weiter Ball nach vorne auf den freien neuen Mann.
Verleihe von FSV Frankfurt. Und David Richter hält hier die Null hinten. Es gibt jetzt Eckball. Auch da hat der FSV Frankfurt wieder sehr viel Zeit, bis sich dort jemand hinbemüht. Genau wieder in der Kurve der Offenbacher mitgereisten Fans. Am Ball jetzt Amin Faruk mit der Ecke von der linken FSV-Angriffsseite und es steht in Ecken 2:2. Ecke jetzt freigegeben. Hoch reingeschlagen. Alle verpassen. Nachschussmöglichkeit FSV weit übers Tor drüber ins Fangnetz auf der leeren Tribüne. Und David Richter jetzt schnell wieder am Ball und möchte das Spiel schnell machen, möchte beschleunigen. Und ja, Jason Breitenbach, Ronny Marcos, der gewohnte Spielaufbau, weiter Ball nach vorne. Rafael Garcia jetzt auf der linken Außenbahn am Ball zurückgespielt. Breitenbach in der Innenverteidigung. Chaco Nangolo jetzt schön weit frei. Jetzt hat er den Ball, jetzt kann er seinen Schenk ausspielen. Hermes läuft in der Mitte mit Chaco, geht Richtung Strafraum. Zieht nach innen, Pass erstmal auf Wanner, auch neu eingewechselt. Wanner noch am Ball und es gibt Abstoß. Auch die Aktion glückt nicht und wir sehen den nächsten Wechsel beim OFC. Philipp Hosiner wird jetzt auch noch reingeworfen in diese Partie. Es gilt einfach, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Irgendwie wird dieses Tor zu machen. Und OFC wechselt jetzt. Wen holen sie runter vom Feld? Semisaric geht runter. Und Hosiner wird reingeworfen in die Partie für die letzten 5 Minuten in diesem Spiel. Abstoß zunächst jetzt für FSV Frankfurt. Und ich hoffe, der Schiedsrichter lässt noch mindestens 3 Minuten obendrauf spielen. Abstoß jetzt FSV Frankfurt. Omar Hanin steht bereit für diesen Abstoß. Links raus gespielt. Lauf den Kopf von Mann Nummer 4. Weitergeleitet in den Sturm. Falaye geht vorbei an Mijenjecki, aber da ist Chaco Nangolo, der das Ganze ausbügelt und leider über die Seitenlinie nur klären kann. Gibt den Einwurf für den FSV. Und die haben jetzt für alles natürlich sehr viel Zeit. Sind hier durchaus zufriedener mit einem 0:0 als der OFC. Für den OFC zählen eigentlich nur Siege. Die komplette Rückrunde lang jetzt. Mesanovic hilft hinten aus, klärt diese Kugel zusammen mit Jenjecki. Der Ball landet aber genau bei Azuak. Und der FSV kann den Ball wieder zurückspielen. Noel Knote jetzt ins Zentrum. Hosiner geht da drauf. Und jetzt spielen sie den Ball ganz zurück zum Torwart. Und wieder ganz nach vorne mit einem weiten Ball. Jenjecki ist da per Kopf. Zweiter Ball landet aber beim FSV. Achtung. Ach, immer noch der FSV aus der Distanz. Holpener Ball, aber David Richter ist zur Stelle. Kann die Kugel aufnehmen. Jetzt mit einem schnellen Abwurf auf die linke Seite. Rafa Garcia geht vorbei am Gegenspieler. Das Auge jetzt für die rechte Seite für Chaco Nangolo, der den Ball mitnimmt. Auf geht's, Chaco. Wird weggecheckt und es gibt den Freistoß für den OFC. Weil er da einfach zu spät kam, der Gegenspieler. Faruk gibt den Freistoß für Kickers Offenbach. Almir Mesanovic legt sich die Kugel jetzt dahin. Auf geht's. Hoch reinbringen in den 16er. Irgendwie festmachen und irgendwie dieses verflixte Tor da vorne jetzt mal reinschweißen. Mesanovic mit dem langen und hohen Ball in den 16er. Hosiner wird aufgestützt. Zweiter Ball landet bei Wanner. Wanner mit dem Ball auf dem linken Fuß. Immer noch Wanner. Jetzt auf rechts. Immer noch Wanner. Verdribbelt sich dann im Endeffekt und der Ball landet auf der anderen Seite und es gibt Freistoß für den FSV. Nach dem Abschlussversuch von Dominik Wanner trifft er dann den Gegenspieler und es gibt den Freistoß. Ja, wir uns schon in der 89. Spielminute befinden, da ist es wirklich schwierig, ruhig zu bleiben. Ja, wie du schon sagst, und natürlich dauert das jetzt wieder, er muss sich noch die Stützen hochziehen, er sitzt immer noch und ja, Hermes diskutiert mit dem Schiedsrichter, der zeigt auf die Uhr und sagt, das habe ich schon gesehen, das wird schon alles in Ordnung gehen. Glauben wir es mal, auf jeden Fall kann jetzt Omar Hanin diesen Freistoß kurz vor seinem 16er ausführen. Ja, und es dauert und es dauert und es dauert. Der Schiri schaut auf die Uhr. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir, er hat wahrscheinlich den Humor direkt abzupfeifen, ich weiß es nicht. Ich bin etwas pessimistisch eingestellt. Weit Ball nach vorne geschlagen, jetzt FSV. Ja, fast am Ball gekommen, aber schnell jetzt kann abklären. Hosiner jetzt kurz vor der eigenen Abwehrhälfte schon. Und ja, der nächste weite Ball nach vorne geschlagen, erstmal weggerutscht.
Mike Feigenspahn, deswegen jetzt erstmal wieder Einwurf auf der eigenen, ja kurz, in der, tief in der eigenen Hälfte für Ronny Marcos, der kämpft jetzt, der will auch was erreichen, der rennt jetzt mit dem Ball nach vorne, aber natürlich kann er auch keine Tore so erzwingen mit dem Einwurf von der Außenlinie. Ja. Muss jetzt natürlich jemanden finden da, wer noch eine Idee hat, nach vorne. Einwurf landet wieder zurück bei Ronny Marcos, der im Zentrum für Hosina. Achtung! Zieniecki mit der Grätsche dazwischen, nochmal der FSV. Achtung, Kaspitas mit dem Schuss. Und den setzt er zum Glück über den Kasten. Großchance FSV in der 90. Spielminute. Und es steht weiterhin 0:0. Kickers mit dem Abstoß zu Jason Breitenbach. Der zu Rafa Garcia. Rafa Garcia mit dem Auge für Dominik Wanner. Komm, Junge, treibt die Kugel voran. Rechts rausgespielt zu Schako und Angolo. Schako, eine gute Aktion brauchen wir von dir, Junge. Vorbei am ersten Gegenspieler. Immer noch Schako mit der Hereingabe. Landet dann aber in den Händen des Torhüters. Schade, schade, schade. Der Torhüter bleibt erstmal noch ein paar Sekunden liegen. Ich weiß nicht, hat jemand gesehen, ob der Schiedsrichter schon eine Hand hochgezeigt hat? Wir sind schon über der 4 Minuten. Gibt's nochmal obendrauf. 4 Minuten Zeit für den OFC, hier dieses Tor irgendwie noch zu erzwingen. Und der FSV bäumt sich auch nochmal auf. Kommt jetzt hier durchs Zentrum mit Sanomia, links rausgespielt zu Farouk. Immer noch auf der linken Außenbahn, geht vorbei am Gegenspieler, aber Wanner ist da. Passt auf, schlägt das Leder jetzt raus aus der Gefahrenzone. FSV kommt nochmal über die linke Seite mit der Flanke aus dem Halbfeld. Die wird länger und länger und länger. Abpraller landet wieder beim FSV auf der rechten Seite. Achtung! Ein Haken, noch ein Haken im 16er. Ronny Marcos ist da und es wird Abstoß geben. Klare Geschichte, denn Ronny Marcos hat eine super Grätsche angesetzt, schon ausgeführt. Jetzt auf der linken Seite, auf geht's. Rafa Garcia mit dem Ball am Fuß. Rafa Garcia auf der linken Seite, immer noch Garcia, kriegt jetzt einen Tritt mit. Geht vorbei am Gegenspieler und es gibt natürlich den Freistoß, weil eben dieser Tritt da war und es gibt die gelbe Karte für den FSV. Freistoß für den OFC. Und der FSV wechselt jetzt nochmal in der Nachspielzeit, hat sich da die Wechsel aufgehoben, nochmal Sekunden von der Uhr zu holen. Hupf auf, wird aufs Feld kommen. Ja. Und es gibt wirklich nur noch 2,5 Minuten auf der Uhr. 2,5 Minuten Zeit für den OFC, irgendwie dieses Tor noch zu schießen. Wir hatten die großen Chancen, diesen Sieg hier einzufahren. Und es steht weiterhin 0:0. Reuter geht vom Feld. Und ein letzter Freistoß, eventuell sogar schon der Partie. Ne, 2 Minuten sind es noch. Jason Breitenbach, langer Ball in Richtung Zieniecki mit dem Kopf. Abpraller bei Feigenspahn. Ja, wird aber gestört beim Abschluss. Und der FSV mit dem weiten Ball in die Spitze. Ja, Verleihe irgendwie weitergeleitet zu Kas Peters. Nochmal Peters mit der Chance. Sanomia mit dem Abschluss. Und da auf der Linie geklärt von Ronny Marcos. Auf der Linie geklärt. Diese hochgroße Chance für den FSV Frankfurt. Meine Güte. In der 93. Minute ist der FSV auf einmal dieser Führung näher als der OFC. Und es gibt nochmal Ecke für den FSV. Was eine Rettungstat von Ronny Marcos da hinten auf der Linie. Wahnsinn, was wir diese letzten Minuten erleben. Es gibt nochmal Ecke. Achtung. Ecke für den FSV von der linken Seite. Kommt er reingesegelt. Richter ist da mit einer Pranke. Kann erstmal rausklären. Zweiter Ball nochmal beim FSV. Jason Breitenbach mit dem Kopf da. Sanomia nochmal. Nochmal der FSV. Achtung, rausklären irgendwie diesen Ball. Nochmal FSV, gut geblockt von Hosina. Und großes Foul, grobes Foul vom FSV gegen Lukas Hermes. Ist aber schon wieder auf den Beinen und letzter Freistoß jetzt für den OFC. Alles nochmal nach vorne werfen, auf geht's. Es steht weiterhin 0:0 in dieser Partie. Zieniecki, den Ball links rausgeschlagen Richtung Ronny Marcos. Nimmt den Ball mit der Brust an, in die Mitte gespielt zu Hosina. Weitergeleitet zu Feigenspahn. Gibt nochmal eine gelbe Karte für den FSV. Und vielleicht die letzte Aktion in diesem Spiel ist ein Freistoß für Kickers Offenbach auf Höhe der Mittellinie. Einmal nochmal weit hoch rein diesen Ball. Einmal nochmal irgendwie alles daran setzen, da vorne noch einen Stich zu landen. Breitenbach
Hoher Ball in den 16er Richtung Jelinecki. Geklärt. Hochgeklärt. Der Ball landet dann im Seitenaus. Und es gibt nochmal einen letzten Einwurf für den UFC. Rafa Garcia zu zu Mesanovic. Der nochmal mit Breitenbach. Breitenbach vorher am ersten und am zweiten. Immer noch Jason Breitenbach. Der Ball zu Wanner gespielt. Nochmal Breitenbach. Tor! 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 Der UFC macht in der letzten Sekunde des Spiels das 1:0 durch Jason Breitenbach. Der hat seinen Vertrag verlängert. Der kann diese Vorstöße da vorne hin. Und er macht dieses Tor zum 1:0. Und Mann, ist das zu Recht dieser Sieg für den UFC in der letzten Sekunde. Und das dürfte wirklich die letzte Aktion des Spiels gewesen sein. Wir holen dieses Ding nach Offenbach. Es steht 1:0. Wahnsinn, was ein Wahnsinn. Was ein Zweikampf hier einen nach dem anderen stehen lässt. Und sich selber belohnt mit dem 1:0. Jason Breitenbach nach der Vertragsverlängerung. Mit einem unheimlich wichtigen Tor in der 94. Minute. Und das Spiel ist aus. Unfassbar, diese Aktion eben von Breitenbach. Da fasst er sich ein Herz. Ich habe vor einem Tag, noch vor zwei Tagen noch mit seinem Vater gesprochen. Er sagt, er hat das drauf. Er macht diese Vorstöße. Und wenn es eben nicht klappt, dann macht er die selbst. Und das macht er zusammen im Verbund mit Dominik Wanner. Und haut dieses Ding dann rechts oben in den Winkel. Nichts zu machen für den Torhüter. Und es steht 1:0 für den UFC. Und von mir aus kann der Schiedsrichter jetzt eigentlich auch direkt abpfeifen, aber er lässt nochmal anstoßen tatsächlich diesen Ball. Wir sind in der 96. Spielminute. FSV den Ball zurück zum Torwart gespielt. Letzter weiter Ball nach vorne. Landet auf der Brust von Hosina. Und jetzt hat der Schiri ein Einsehen. Pfeift dieses Spiel ab. Der UFC gewinnt dieses hochemotionale Duell. Dieses Nachbarschaftsduell gegen den FSV. Und wir schauen uns bitte das Tor nochmal an. Bevor meine Stimme hier komplett versagt, haben wir es hier nochmal in der Wiederholung. Unnachahmlich macht er das. Jason Breitenbach zusammen mit Dominik Wanner, der ruhig bleibt, nochmal reinspitzelt den Ball. Und dann ist es das Tor. Das Tor zum 1:0. Und wir sagen außer Atem und ohne Stimme danke fürs Zuhören. Hier sagt tschüss Marius Schnelker und Björn Marz. Macht's gut.